Ich freue mich, euch heute Abend präsentieren zu können. Hacker Jeopardy mit Zack und Ray aus dem Münchner CCC. So, jetzt kannst du Quatsch mal rein. Können wir, hallo? Ja. Ja, also hier. Willkommen zum wievielten Jeopardy? Zum 17., 18., 13., zum ersten in Leipzig. Genau. Schön, dass ihr alle zu so später Stunde noch in diesem Saal gefunden habt. Und wir hoffen natürlich auch, wieder mutige Kandidaten zu finden, weil wir vorhin Aufzeigungen hatten, dass Leute zum ersten Mal da sind. Das ist Jeopardy, das ist eine inverse Quizshow. Das heißt, wir kriegen Antworten auf dem Schirm und wollen Fragen, die zu dieser Antwort passen. Wir haben hier eine erste Runde, eine zweite Runde, eine dritte Runde. Und die drei Sieger dieser Runden werden gegen hoffentlich Alu Burka, den Gewinner von vor zwei Jahren. Antreten und den Titel erobern. Ja, ich werde mal die Kategorien kurz vorstellen und dann werde ich die Preise vorstellen, damit die Leute sich auch trauen, für diese fantastischen Preise auf die Bühne zu kommen. In der ersten Runde suchen wir Zitate ganz schlauer Leute. Es sind die Menschen, die dieses Land führen, unsere Politiker, die wirklich Ahnung bewiesen haben von den Themen, von denen sie sprechen. Dann haben wir SABK, das sind Sicherheitsabkürzungen. TLAs war uns auf Dauer zu öde. Wir haben Memes, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist was Neues aus dem Internet der 2000er. Vim, ja, wir meinen wirklich den Editor, das ist das direkte Gegenteil, das ist aus dem letzten Jahrtausend. Ja, wer jetzt Buh schreit, kann sich gleich melden und beweisen, dass er sich auskennt. Und das letzte sind Kunstsprachen, also Sprachen, die irgendwie nicht natürlichen Ursprung sind, die nicht vom Turm zu Babel abstammen. Ja, zu den tollen Preisen. Ja, wir haben den Hauptpreis, das ist dieser Brunnen. Wir wurden gebeten, ihn möglichst bald abzuschalten. Also schaut ihn euch bitte an, weil wenn der einen Kurzschluss verursacht, geht im gesamten Saal das Licht aus. Weil man einen zweiten Stromanschluss hätte extra bezahlen müssen. Das ist ernst, wir machen den gleich aus, also schaut ihn euch an. Als Trostpreis haben wir auch einen 3D-Drucker, wie letztes Mal, der allerdings leider nicht hier ist, aber der funktioniert noch relativ gut. Ein Prusa, also ein selbstgedruckter, würden wir dann zuschicken, wenn jemand sich für diesen Preis entscheidet. Und dann haben wir ein wertvolles Bücherset von der Digital Courage mit der Disconnect-Zeitschrift, dem Buch von Marc-Uwe Kling, für alle, die nicht in den Talk gekommen sind. Und als besonderes Highlight, und das ist kein Spaß, ein von einem deutschen Beamten mit Füßen getretenes Grundgesetz. Ja. Da ist nicht leicht dran zu kommen, obwohl es so oft passiert. Ich habe keine Ahnung, warum das so schwer war. Ja. Aus Sicherheitsgründen nennen wir keine Namen. Und wir weisen darauf hin, dass der Schuhabdruck wahrscheinlich nicht zum echten Schuh gehört und alles ist ganz bedauerlich. Genau. Niemand muss ja ohne Preise nach Hause gehen. Wir haben auch viele Trostpreise für alle, die sich überhaupt trauen mitzumachen. Wir haben tolle Elektronik, Lötkits von Chaos West und gesponsert von Dr. Retro, die Blinken Rocket.
Wir haben SMD-Lötkits vom Binary Kitchen, für alle, die mal reinkommen wollten. Und wir hatten Arduino-nutzbare Maxim-Devilboards, die ganz frisch auf dem Markt sind. Also hier geht keiner ohne Preise nach Hause. Und auch das Publikum kann mitmachen. Wenn hier niemand nicht weiter weiß, haben wir ganz viele Phasenprüfer in Gedenken an Valholland. Die schmeißen wir dann einfach ins Publikum. Ich hoffe, das Zert ist anwesend. Ja, Zack, ruf mal nach Kandidaten. Ich hoffe, die Leute in der ersten Reihe haben die passende Schutzkleidung beim Eintritt in die Halle ausgehändigt bekommen. Facepalm soll helfen. Ja, also gut. Wir suchen Kandidaten für die erste Runde. Hier winkt einer ganz mutig aus der Mitte. Ich sehe hier nicht, gar nichts mehr, genau. Nichts. Das heißt, wir hoffen einfach Leute, die vielleicht noch nicht mitgemacht haben. Ich finde, da hinten sieht gut aus. Aus einem der Riegen bitte noch. Also der weit runterlaufen muss. Irgendwo geht's hier hoch, da hinten links und rechts. Ja, auf der Seite. Wir haben eins, wir haben... Haben wir hier zwei, ja? Hier kommt eine drei und da bitte... Da drüben läuft noch irgendwer. Da so ganz vorne, das tun wir später mal. Nee, die Leute ganz vorne, die sitzen schon zu lange hier. Drei. Ja, vier. Was, vier? Drei. Ja, muss einer weg. Aber ich finde, mit Getränken gehört es sich nicht, von daher die beiden. Trink die mal aus und dann... Jerusalem, wer zuerst sitzt... Genau, das wäre auch die Variante, wer zuerst sitzt, dann gibt es Verletzte. Genau, also müssen wir aus technischen Vorgaben tatsächlich den Brunnen aus. Oh, der hat eine Nebelmaschine, vielleicht hat die den Leuten Angst gemacht. So, hätten wir das auch erledigt. Jetzt kann die Sendung ungestört weitergehen. Die Kategorien hast du ja bereits vorgestellt. Genau. Da müssen wir jetzt nur noch die Namen der Kandidaten erfahren. Kandidat Drück doch mal 1. bitte auf deinen Knopf. Und jetzt nenn deinen Namen deutlich ins Mikrofon. Die Antwort auf diese Frage könnte die Bevölkerung verunsichern. Mach die Anfangsbuchstaben, bitte. Das ist zu lang. Bitte. Doch, mach doch D-A-D-F-K. Nenn mich einfach niemand. Was? Ist doch. Er meinte de Maizière. Bitteschön. Das ist eine schwere Beleidigung. Mr. Pink. Nobody wants to be Mr. Pink. Bitteschön. Why do I always have to... Ich bin der Hex aus Würzburg von Nerd to Nerd. Ich bin sogar beschriftet. Der Hex. A-E-X. Schön. Dann können wir eigentlich loslegen. Wie üblich müssen wir entscheiden, welcher Kandidat anfängt. Dafür haben wir einen sehr unparteiischen Zufallsgenerator. An der Stelle noch der wichtige Hinweis, ihr dürft frei aus dem Board wählen. Man muss nicht oben anfangen und es verstecken sich in jedem Board zwei Double Jeopardies. Außer wir haben einen Fehler gemacht. Außer die Software versagt, das kommt aber nie vor. Wer das trifft, kann die Frage alleine spielen und bis zum doppelten Fragenwort setzen. Ja, der Zufallszahlengenerator wählt de Maizière. Und wir bitten, das Board zu eröffnen. Schlaue Köpfe für 300. Und dran denken, die Antwort als Frage formulieren. Wir sind da nicht sehr großzügig, höchstens ganz am Anfang. Diese Truppe aus Freiwilligen könnte in digitalen Notfällen eingreifen. Was ist die Cyberwehr? Was ist die Cyberwehr? Freiwillige Cyberwehr. Ist hier jemand schon in der Freiwilligen Cyberwehr? Ja, im Prinzip der ganze Saal, ja. Ortsgruppe Neuland? Danke für die Mitarbeit, das rettet das Ich würde Land. Sagen, waren ungefähr 80%. Du darfst weitermachen. Ja, schlaue Köpfe 400. Oh! Ja, komm, alles rein. Alles. 800. Bitteschön. Das bräuchte der Innenminister dann mal vom CCC, sagte er auf einem IT-Gipfel in Berlin. Ich erinnere mich dran, aber nicht mehr, was es ich genau glaube, war. Ich glaube, zu Frank Rieger sagte er das. Ich hasse mein Leben. Es gibt auch einen Remix. Ich bräuchte da mal... Nicht so viel helfen. Ist schließlich eine Einführung in die Grundlagen der Kryptographie vielleicht? Ja, das bräuchte er definitiv. Aber das hat er sich nicht getraut zuzugeben. Das Publikum, also wir öffnen die gleich, oder? Ja, genau. Falsch. Und jetzt dürfen Sie alle buzzern, wenn Sie wollen, wenn Sie die Antwort wissen. Ich sehe schon.
Wir haben hier das Knowledge-Know-how. Und das geballt. Publikum sagt, Krisennummer. Wer auch immer will, holt sich einen Phasenprüfer. Ich bräuchte da mal eine Krisennummer von Ihnen. Okay, dann brauchen wir allerdings wieder einen Zufallsgenerator. Der Zufallsgenerator wählt Hex. Dann nehme ich doch mal Memes für 200. Memes für 200? Oh, really? Oh, really? Das war keine Frage. Das ging hinten nach oben. Oh, really? Ich würde sagen, das ist eine Frage. Hat er das Fragezeichen mitgesprochen? Memes für 100. Memes für 300. Wer ist Captain Picard beim Facepalm? Ja, irgendwie. Irgendwas mit Facepalm, ja. Die anderen dürfen aber auch mitspielen. Bisher bist du für alle Punkte hier. Funktioniert euer Buzzer? Nochmal. Funktioniert euer Buzzer? Keine Ahnung. Drück doch mal. Drück doch mal. Ha! Hex ist unruhig, ja? In die Mitte? Ja. Aber die Technik versagt hier nie, also von drei Hexen nicht. Nie, niemals, auf gar keinen Fall. Darf weitermachen. Machen wir die SABK für 100. Die Security-bezogenen Abkürzungen. Was ist die Public Key Infrastructure? Korrekt. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, was 200. Ist eine Abkürzung für Public Key Infrastructure, aber lassen wir die. Also Kinder, ihr müsst auch mal auf den Knopf drücken. Ne? Was ist eine Certificate Revocation List? Richtig. Ja. Aber die sind auch ein bisschen auf der Mode gewesen. 300. Komm, wir machen gleich die ganze Spalte. Ach du meine Güte. Ja. Also ich habe 2 von 5 bis jetzt. Ja. Das ist so unterdurchschnittlich. Wer im Publikum schon mal die Hände hoch, traut es sich korrekt zu? Da sind nicht so viele in der Tat. Scheiße. Okay. Und wer von denen, die Hände oben haben, hat es gegoogelt? Dann komm doch mal einer und sag es laut. Man hört ja nichts, ihr müsst an die Bühne kommen. Was sagt denn der Signal Angel? Kann der Signal Angel helfen? Das ist die Secure Main. Dann wie Multipart, Internet, ja, Media. Kann helfen, er hat nur kein offenes Mikrofon gehabt. Was ist Secure Multiple Input Multiple Email? Ich muss ehrlich zugeben, ich habe es nicht verstanden, es halt so. Habt ihr es verstanden? War es richtig? Ich glaube, es war Multiple irgendwas, ne? Naja. Okay. Dann fürchte ich. Kein Phasenprüfer? Irgendjemand hat vorhin die Hand gehoben. Wer war's? Da hinten ganz schön. Ja. Ich sehe da hinten Leute, die winken. Da weiß es vielleicht jemand. Vermutlich. Ja, kommt ruhig einfach her und sagt es laut. Ihr benutzt das doch alle täglich. Oder? Ich versuch's mal mit Secure Multiple Internet Mail Extensions. Ja, sehr gut. Phasenprüfer. Halt. Und der Zufall wählt Mr. Pink. Wir nehmen die Kunstsprachen 100. Kunstsprachen 100? Was ist Klingonisch? Ja, und richtig. Was heißt es? Gesundheit. Ich habe keine Ahnung, aber was ist eine Beleidigung auf Klingonisch? Das ist eigentlich immer richtig. Korrekt. Im Übrigen, ich weiß ja, dass man bei Jeopardy mit einer Frage antworten muss, aber ich habe es noch nicht gelernt, dass dann der Moderator mit einer Gegenfrage antwortet. Da hast du dann bist du aber beim ersten Mal hier. Nee, ich war letztes Jahr auch schon da, habe aber total abgekackt. Letztes Jahr. Oder war es der 32. Jetzt hast du geübt, ne? Das klingt unglaublich. Du, mein Zeitgefühl ist komplett aus dem Tritt geraten, seit das Bizarrometer explodiert ist in meiner Küche. Ach, ja. Achso, Das ist nicht die Bizarro-Welt. Kunstsprachen 200. Kunstsprache 200.
Oh, schon wieder ein Double-Jeopardy. Komm, da habe ich zum Glück gehabt. Ich glaube, du kannst es, nee, leisten kannst du es dir nicht, aber gut. Aschnatz Turbatuluk, Aschnatz Gimbatul, Aschnatz Trakatuluk, Akburzum Ischi Krimpatul. Wer kann das nicht auswendig? What? Ich sehe schon. Ja, bitte? Also ich weiß, wo es steht, aber ich überlege gerade, in welcher Sprache das formuliert war. Es reicht eine sinnvolle Frage, die das... Nee, aber wo es steht, interessiert mich. Was ist die Beschriftung des einen Rings? Ja, okay. Ist, denke ich, korrekt, ja. Wollt ihr das nicht gelten lassen? Also? Doch. Denke ich schon. Kunstsprachen 300. Ja, dann... Das wird sehr einfarbig irgendwie auf dem Board. Was ist Lautspann? Falsch. Nein. Das war blind geraten, oder? Wenn man einmal es vorliest, hat doch diesen Sound. Scheiße, ja. Der Rest darf noch drücken. Was ist Esperanto? Korrekt. Richtig. Was bedeutet es? My hovercraft is full of Ines, mein Luftkissenboot ist voller Ahnen. Hol dir diesen Tafelprüfer ab. Erste Runde und schon die Bühne zerstört, sorry. Ihr habt das nicht gesehen. Das nächste Jahr braucht man ein stumpferes Logo. Nach dem Kongress ab. Noch nicht dieses Jahr. Wir wollen hier noch mal wieder her. Ich glaube, du darfst weitermachen. Na gut, dann nehmen wir die schlauen Köpfe 100. Schlaue Köpfe für 100? Was ist das Neuland? Was ist das Neuland? Das ist für uns alle ist das Neuland. Ich finde das übrigens sehr optimistisch, dass ihr der Kanzlerin der letzten Regierung geschrieben habt. Man wird ja mal träumen dürfen. Super, was die anderen auch können. Die 200. Die Köpfe für 200. Das ist das Internet nach US-Senator Stevens. Das ist jetzt nicht das neueste Zitat. Es war Englisch. War kein rechtsfreier Raum, oder? Und es war eine sehr bildliche Erklärung. Er hat ein tiefes Verständnis dafür gehabt. Voller Aale? Das Internet ist voller Aale. Ja, das auch. Was ist eine Modeerscheinung? Hast du gedruckt? Ja, was? Was ist eine Modeerscheinung? Eine Modeerscheinung? Nein, das war Bill Gates. Das ist tatsächlich richtig, genau. Und wird vorübergehen, das wird sich nicht durchsetzen. Aber nein, das Publikum weiß das sicher. Set of Tubes, korrekt. Serious, man. Serious? Serious of Tubes? Series of Tubes, doch, würde ich sagen. Tubes, ja. Genau. Da brauchen wir wieder einen Zufallsgenerator. Zufall Hex. Hex. Dann nehme ich Wim 100. Wim 100. Ich habe ein ganz gutes Gefühl bei der Kategorie. Wie beende ich meinen Editor? Was? Wie beende ich meinen Editor? Richtig. Doch wie beende ich den Editor? Ja, wie speichern schließe ich den aktuellen Buffer? Ja. Doch. 200? Der einzige Editor ist Wim. Ja. Was tut diese Zeile? Und wir dachten, die sei nur bei 200 wert. Zack hat mich noch gezwungen. Damit Wim ist das immer so, man lernt jeden Tag was Neues. So viel Ruf denkst du. Oh mein Gott. Ich habe ein ganz gutes Gefühl bei der Kategorie. Die wird dann Selbstläufer. Eine Meinung aus dem Publikum? Ja, laut bitte. Ja, fügt das aktuelle Datum und Uhrzeit natürlich. Also die Ausrufe von Date. Ist das ein. Nicht R? Ich verwende da mal R-Ausrufezeichen dafür. Was? Ich verwende da mal Doppelpunkt R-Ausrufezeichen. Also die korrekte Antwort ist, es ersetzt die aktuelle Zeile durch den Output von Date. Ah! Sowas. Ja, dann. Der Zufall wählt Hex. Der ist nicht sehr zufällig. Dann nehme ich Wim 300. Den Gag hatten wir schon 100 Mal, oder? 300. Ha? Ich hab's nicht verstanden. Wie kann ich den letzten Befehl wiederholen? Richtig. Was war der letzte Befehl? Die aktuelle Zeile durch das aktuelle Datum, die aktuelle Uhrzeit ersetzen. Also es ändert sich wahrscheinlich nur die Sekundenzahl, außer in einigen Einzelfällen. Sehr gut.
Bin überzeugt. Ich hoffe, ihr schreibt mit. Alternative Antwort, ich nehme nochmal Wim für 300. Zweimal das Datum drin steht. 400. Was tut Wie vervollständige ich den vor dem Cursor stehenden noch nicht vollständigen Dateinamen? Das ist richtig. Richtig. Tatsächlich eine nützliche Funktion. Das WLAN hätte ich abschalten sollen. Ich meine, irgendwie ist das paradox, dass ich mit diesem Wissen hier Geld, Geschenke gewinnen kann. Irgendwie, das ist, als ob du einen Schreiner fragst, wo dann solche Sachen rauskommen, wie was ist das stumpfe Ende vom Hammer oder so, ne? Wim für 500, komm. Oh. Ja? Wie ändere ich den Case von jedem einzelnen Zeichen in dem Wort, auf dem mein Cursor gerade steht? Richtig! Das ist ein Feature, was man jeden Tag braucht. Wenn ihr eins heute lernen wollt, also das ist wirklich hilfreich. So, ich lasse jetzt mal wieder andere Leute was gewinnen, deswegen Schlaue Köpfe 500. Die schlauen Köpfe. Den Sozialismus wollen wir einführen. Ja, also Netzneutralität ist ja quasi Sozialismus. Schon. Ja. Den armen Konzernen das Internet wegnehmen. Ja, also. Das Keyword in dieser Frage ist das zweite. Das alleine könnte reichen, um die Frage zu beantworten. Wer ist Günther Oettinger? Wer ist? Oettinger. Richtig, wer ist ja. Oettinger? Ich dachte mir so die ganze Zeit, das kann doch nicht so einfach sein für 500 Punkte. Das muss doch garantiert der Neue jetzt sein, nachdem Göttingen Günther Oettinger. Das ist jetzt eine blöde Ausrede. Wir nehmen die Abkürzungen 400. Irgendwas für 400? 400, die Abkürzungen. ESP. Elektronisches Stabilitätsprogramm, was ist das? Autos haben das. Also, es hat was mit Sicherheit zu tun. Es ist nachdem ja Car-Hacking so üblich ist heutzutage, wollen jedes wir moderne Auto hat sowas. Ja. Ja. Dann mach doch gleich weiter. Dann machen wir doch gleich noch SAP Car 500. Das kommt auch aus dem Automobilbereich. Nee, Moment. Gleicher Kontext wie vorhin. So, jetzt kommt der Punkt. Jetzt kommt der ich hab's vorhin noch mal nachgeschaut und schon wieder vergessen. Da sind so viele Buchstaben identisch. Das ist ja fast schon die Kategorie. Vielleicht kann der also die letzten drei ich sah noch, autonome Kfz Motorräder pulverisieren. Hier hat einer. Ja? Was ist die SA-Aushandlung bei IPsec? Wir hätten gerne die Expansion. Die Expansion des Akronyms. Wofür steht es? Die Buchstaben. Wer kümmert sich darum? Also. Das I ist Internet. Das S ist Security. Richtig! Sehr gut! Ich glaube, die Phasenprüfer gehen heute weg. Also, wenn du einen willst, dann werden sie langsam knapp. Aber wir können welche neu bringen lassen. Ja, Phasenprüfer, hier. Also, wer sich hier raustraut, Phasenprüfer holen. Okay. Was hat Schneider noch? Die Gestell. Bitte nicht werfen, genau. Ja, nachdem das jetzt. Du darfst die Kategorie wählen. Wir tauschen die Kandidaten im laufenden Betrieb aus. Das könnten wir auch machen. Nein, der Zufall wählt Hex. Okay, dann nehmen wir Memes 300. Take my money. Shut up and take my money. Oder was ist Shut up and take my money?
Es hat gedrückt. Und ich habe gesagt, hört man ein Mikrofon? Ja. Ja. Was ist Shut Up and Take My Money? Richtig. Korrekt. Du musst ein bisschen näher ans Mikro ran mit deinem Mund. Aber ich glaube, die hören das alle, nur wir hören das nicht. Du kannst weitermachen. Dann nehmen wir Memes 500. Memes für 500? Das kann doch was werden. Welches Meme ist das? Tja. What is Velociraptor? Auf Englisch, aber okay, ja. Der Philosoph. Ja, ich wurde geprimed von dem Text da. Ja, ah. Yeah, ist aber richtig. Dann kannst du mal zum Memes 300. Nein, er will die Memes weghaben. What is Covfefe? Ja, oder welcher Tweet initiiert wurde ich wieder geprimed, sorry. Ja, jetzt haben wir noch leider zwei Fragen. Ich wäre natürlich jetzt blöd, wenn ich jetzt irgendwann nochmal antworte, aber Kunstsprachen 400. Das ist diese Serie, die zurzeit so ein bisschen in ist. Und wir haben gedacht, das neumodische Zeug gucken die Leute heutzutage, echt. Hat irgendwas mit Spiel und... Was ist Game of Thrones? Yeah. Das ist die Serie, korrekt, aber was ist die Sprache? Ah. Hm. Ja, im Prinzip steht's da, richtig, ja. Wie sagt man etwas auf Dothraki? Ja. Korrekt. Korrekt. Jetzt darfst du die letzte Frage auswählen. Moment, da müsste ich aber die Punkte kriegen dafür. Ja, das ist richtig. Was? Leider. Naja, bei Kunstsprachen 400 steht Mr. Pink hätte Punkte, oder? Da steht ein Plus. Ihr patcht gerade? Das ist richtig. Also das ist das Problem. Cursor nicht. Der Cursor ist naja, der Falsche hat die Punkte gekriegt. Klein. Also ich nehme die gerne, aber das wäre jetzt ein bisschen unfair. Habt ihr das denn geschafft? In dieser fehlerfreien Software. Oh, jetzt wird das per Hand editiert. Ui. Du musst die Punkte wieder hochdrehen. Nein. Nein, okay. Nein, doch, oh. Ah, wunderbar. Ja, dann bleiben wir bei Kunstsprachen 500, oder? Die geheimen Features des Programms. Was ist Loschbahn? Ja. Was ist ein Satz in Loschbahn? Aber Nee. Es war nicht nur viel zu lang. Ja, wir haben einen ganz knappen Gewinner. Niemand hat gewonnen in dieser Runde. Schade eigentlich. Also, Herr Niemann. Bitte halte dich bereit für die Finalrunde. Die anderen beiden können die Trostpreise hier vom Tisch mitnehmen. Oh, yes. Ups. Und noch ein paar Aufkleber der Digitalcourage. Dankeschön. Yay. Danke fürs Mitmachen. Ja. Und wir müssen die neue Runde laden. Genau. Wir müssen vor allen Dingen erstmal das Netzwerk ausschalten. Ach. So. Gut, das ist ja noch im Rahmen. An der Stelle noch der Hinweis, diese fantastischen Phasenprüfer, die so gut in der Bühne stecken bleiben, sind von Schneider gespendet. Sind übrig geblieben vom Zusammenschrauben der Radios. Also danke an Schneider für diese schönen Phasenprüfer. Ja, wir haben ein neues Wort. Wir wären so bereit für die zweite Runde und haben da wieder ein paar Kategorien. Die erste Kategorie ist Quotes, das sind Zitate aus Serien und Filmen. Total aktuell. Die nächste Kategorie ist auch total aktuell. Die bezieht sich auf Dinge, die nicht ganz so aktuell sind, aber aktuell nicht aktuell sind. Ich hoffe, ihr versteht das. Die nächste Kategorie, One Second, ist eine Audiokategorie. Also beinahe. Es sind 1-Sekunden-Schnipsel und wir würden gerne erraten haben, wo der her ist. Wir spielen ihn auch mehrmals ab. Softports, die bekannte Wir-raten-Ports-Kategorie. Diesmal aus dem Sichtweise, welche Software ist es? Oder umgekehrt. Weil römische Zahlen waren es dann zu langweilig. Und TLDs,
mal wieder ein bisschen was über Top-Level-Domains, was sich da so getan hat oder auch nicht. Top-aktuelle Top-Level-Domains. Genau, also Internet. Wer kennt sich mit diesen Kategorien aus, mit den Themen? Und traut sich im Finale gegen niemand anzutreten. Ja, ich sehe hier vorne etwas. Ich sehe da drüben jemanden. Vielleicht nochmal genau aus den hinteren Rängen, da können wir überhaupt nicht sehen. Kommt einfach letztendlich vor, würde ich sagen. Wer da schafft hier da läuft schon einer. Da läuft schon einer, ja. Da laufen, ich sehe bereits, um sich auf die Bühne zu bewegen, die sehr dreist waren. Aber wenn wir Wiederholungstäter haben, schicken wir die auch im Zweifel zurück. So sind wir da nicht. Da. Ich darf da nicht mehr sitzen bleiben, ich muss auf die Bühne. Haben die das ja, gesagt? Aber das... Das Publikum trifft nicht die Entscheidung, wer die Kandidaten sind. Ja, der war vorhin schon mal mit Marte da. Ich würde sagen, die ersten drei, die da waren. Vier Leute. Die ersten drei, die da waren. Genau. Tut mir leid. Wir können ja theoretisch mit Vieren spielen. Wenn die sich wieder als so völlige Profis herausstellen, holen wir einen vierten Notfallkandidat. Nee, das Kabel nicht an dem Kabel ziehen. Eigenmächtig an der Hardware rumfummeln. Was ist das? Drückt mal die Buzzer und gebt die Namen an den Bordleiter bekannt. Moderatenversorgung. Moderatorenversorgung. Wir haben hier Moderatorenversorgung, ja, aber doch nicht im Dienst. Zack, zwei für dich. Damit du auch mal in Stimmung kommst. Whisky vom Bodensee. Du kannst es auch für den Verlierer oder Gewinner der Runde übrig halten. Der Verlierer dieser Runde kriegt das zweite Glas. Ich riech's ja bis hier, Sek, bitte bleib weg. Ja, das Spiel mit den Nicknames kennt ihr eigentlich schon. Das Spiel läuft ja hier schon fast alleine. Muss ich noch irgendwas tun? Wichtig schauen. Ich glaube, Bar ist noch nicht fertig, oder ist Bar richtig? Brich mal ins Mikro, bitte. Einfach nur ein J für den Namen, bitte. Perfekt. Ein großes oder ein kleines J? Kleines, super. Man sollte sicherlich größer machen. Dann brauchen wir den Zufallsgenerator. Kann deine Software Slashes am Anfang? Was für eine Frage! Fresh. Bei Backticks würde ich langsam Angst kriegen. Die Software ist ja nicht in TCL geschrieben. Mardonius Drop Tables. Nein, die war das mit den eckigen Klammern. Ach was. Der Zufall wählt J, weil der Zufall kleine Dinge mag. J, such dir ein Double Jeopardy vom Board. J kann aber auch sehr groß sein. Das ist mein kleines J. Ich nehme TLDs für 200. TLDs für 200, bitte. Domains. Die Antarktis hat diese TLD. Was ist .ac? Gut geraten, aber falsch getroffen. .ac ist falsch. Er hat aber nicht gedrückt. Du musst noch drücken, dass wir die Punkte abziehen können. Und er macht's auch noch. Sind halt einfach die Frage ist noch offen. Zorax. Was ist .aa? .aa ist auch falsch und das Publikum will schon wieder einen Phasenprüfer verdienen. Ich habe schon gehört. Habt ihr das auch schon gehört? Hm. Ihr, dann dürft ihr noch raten. Wer noch ein paar Punkte verlieren will. Ja. Gleichmäßig aber Punkte verlieren rät, vielleicht. Wäre eigentlich fair, wenn der Dritte auch noch falsch rät, ja. The only winning move is not to play. Das ist korrekt, ja. Sehr gut. The only winning move is not to play at all. Okay, das Publikum sagte vorhin. .aq, genau, richtig. Weil da viele Crews drin vorkommen. Da hätten wir noch einen Phasenprüfer für. Einfach holen. Bleib nicht mehr drüber stecken. Ja, der Zufall wählt Xoraxax für den mutigen Schritt. Nochmal. Okay, ich nehme veraltet 100. Veraltet für 100. Also ein Tipp, also da oben findet man die Double Jeopardy selten. Dieses Verschlüsselungsverfahren ist auch in der doppelt so starken Triple-Version nicht mehr zu empfehlen. Was ist ein Drittel von Triple Death? Richtig, ja. Ein Drittel von Triple Death. Endlich mal nicht zu viel Rot auf dem Board. Mach weiter. Du darfst weitermachen.
One Second für 500. Oh. Haben wir hier Ton? Mit Audio? Wir hätten gerne Ton vom Rechner. Darf man schon? Ah. Nochmal? Kein Internet. Ich höre es brummen. Ah, doch, man hört den Ton. Der müsste ein bisschen lauter werden, bitte. Noch lauter. Jetzt erkenne ich es auch nicht mehr. Aber das war ganz einfach, das war die 100er. Nein, das ist die 500er. Ah, das ist die 500er? Ja, ja, das ist die. Das war die, die schwierig war. Warum hat er das gemacht? Er wollte das Double Jeopardy haben, aber jetzt ist er, glaube ich, froh, dass es es nicht war. Hat es denn hier jemand erkannt? Ist das das ganze Sample oder ist das wirklich... Das ist der Anfang eines Anfang. Soundstücks. Ja. Die erste Sekunde von einem Soundfile. Richtig, Monkey Island. Ah. Sehr gut. Hol dir den Phasenprüfer. Dann darfst du... nein, wir brauchen Zufall. Der Zufall ist beschäftigt. Wir haben hier so einen Zufall im Programm. Mach mal. Sek. Oh. Der Techniker sagt, wir können auch den Ton am Rechner hochdrehen, damit die Leute im Stream das auch hören. Wollen wir das? Wobei ich ehrlich sagen muss, wer im Stream hockt, selber schuld. Es hätte noch mindestens, weiß ich nicht, zwei Plätze paar Plätze gegeben. Also. Aber keine Tickets mehr, gut, ja. Ja, also Zufall. Walter, dann ist der Zufall. Der Zufall hat doch gesagt, er wäre J. Ah, okay, J. J. Aber ich hätte gern die TLDs für 300. TLDs für 300. Dieses Gebiet, die ganzen Start-ups sind kein Gebiet. So. Der halbe Saal benutzt Domains unter dieser Top-Level täglich, aber keiner weiß es. Was ist die Domain der Ionischen Inseln? Die Ionischen Inseln? Ah, weißt du ungefähr, wo die liegen? Nein. Was ist Griechenland? Was ist? Ionische Inseln. Nee, Griechenland, nein. Muss ich in Geografie irgendwie eingeschlafen haben? Ich kann mich nicht an die Ionischen Inseln erinnern. Doch, die gibt es schon, aber halt nicht im Indischen Ozean. Ist ein britisches Gebiet. Gut. Hätten wir den Publikum lassen können. Dann brauchen wir mehr Zufall. Zufall? Wer hat das mit dem Slash vorne? Okay. Du. Madonius. Ja. Ach so. Was? Sie wollen die Antwort wissen. Das wollten wir vorhin übrigens bei der Abkürzung auch. Indischer Ozean. Die britische Territorium im Indischen Ozean. Weil es so gut funktioniert hat, TLDs für 500, bitte. Ich hab das gesagt, ich bin bitte. Oh, nicht gefangen. Aber sehr elegant. Was? Mach weiter, ich brauche. Das schaffen wir auch ohne Sack ein paar Minuten. Aber beeil dich, ich krieg Angst allein. Tschüss. Auf der Bühne. Das hat keiner gewusst, dass ich darf J weitermachen. Ja, okay. Ich hab doch gesagt, TLDs für 500, weil es so gut funktioniert. Achso, dann mach das doch einfach. Sack war der Meinung, dieses seltsame Faktum könnte man schon mal gehört haben. Ich weiß nicht, auf was für Seiten der sich rumtreibt. Ist eine TLD eher am Ende des Alphabets? Xorx? What is dot what the fuck? Dot what the fuck? Leider nicht, nein. Das wäre aber sehr schön für dot WTF ein Diffamierungsverbot zu machen. Ich befürchte auch, das haben die nicht als Gag gemeint, weil die dritte Person hier ist der Betreiber dieser TLD. Er hat also seinen eigenen Regularien verboten, ihn dort zu diffamieren. Was ist Punkt Win? Punkt Win. Falsch, nein. Noch weiter hinten im Alphabet. Weiß es hier jemand? XXX. Was ist? Dot XXX. Falsch.
Hier wird mehrfach .xxx gesagt. Es ist nicht .xxx. .xyz ist richtig. Ja, wer auch immer das zuerst gesagt hat, Phasenprüfer. Ich glaube, Xorax darf mal weitermachen. Okay, ich nehme... Quotes 100. Und was macht ihr da mit dem armen Sack? Ihr sollt Sack nicht neu verkabeln, der hat ganz gut funktioniert bisher. Sack macht noch Audiotests. Uns reicht eigentlich aus welchem Universum das kommt letztendlich. Da gibt's tolle. Nicht das Internet. Harry Potter, richtig, ja. Das ist so einfach, da gibt's keinen Phasenprüfer für. Hätten wir gedacht. Ja, eben. Man hat mir meine Stimme geklaut. Ah, jetzt ist er wieder da. Dafür darfst du Zufall spielen, als kleine Wiedergutmachung. Jetzt habt ihr meine Lieblingsfrage weggespielt, während ich nicht da war. So ein ja, Schild. Hat aber keiner gewusst. Ich wähle veraltet für 200. Und als welcher Kandidat macht das eine? Ist kein Double, passt schon. Dieses im letzten Jahrtausend verbreitete. Drei Protokoll. Nur 4 Byte, da kann man quasi kaum Geräte mit adressieren. Ja. Zur Rakschaft. Was ist IPX? Was ist IPX? Verbreitet! Was ist IPv4? Richtig! Ja. Was ist IPv4? Dankeschön! Du darfst weitermachen. Ich nehme die Softports für 100. Er nimmt Softports für 100. Die ist einfach. Einer der Ports, auf den Postfix in seiner üblichen Installation launcht. Also keine Trickfragen, wir wollen einfach diese einfache Antwort haben. Was ist Port 25? Richtig, da lauscht Postfix in der Regel, Port 25. Die vorsichtige Frageformulierung entsteht, wenn man es dreimal Probe spielt mit irgendwelchen kreativen Leuten. Bevor ich die Kategorie auswähle, hätte ich gerne mehr Ton auf den Monitoren hier von uns. Mehr was hättest du gerne? Mehr Ton auf den Monitorlautsprechern. Ah, ihr hört hier nichts? Genau. Die Kandidaten hören zu wenig. Wenn man das ein bisschen hochdrehen kann, fast, hier auf fast vor Hall. Bitte. Aber sag, wer aber ich hätte gerne Softport 200. Aber wir hören euch auch nicht, also denkt euch nichts. Auf diesen Port kann man... Was ist der Port 143? Der Port 143 zum Beispiel, ja. Ja. Oder 110. Also IMAP für alle, die mir folgen können. Softports 300. Jetzt macht er einen Durchmarsch. Hier erwartet Unbound ankommende Pakete. Ich gebe einen Tipp, das ist nicht Bind. Denn es ist ja Unbound. Was ist Port UDP 53? Zum Beispiel UDP 53, richtig. Sehr gut. Dann probiere ich mal Softport. Jetzt wird das was. Ich habe das Gefühl. 400. Die 400. Oh, die 400. Oh. Ja. Wie viel setzt du? Also ich kann mich auch ins Negative setzen, oder? Ja. Nicht, dass es sinnvoll wäre, aber 300, ja. 300. Du kannst 800 also, setzen. Ich weiß, aber... Ich bin risikoavers in der Hinsicht. Ich weiß aber auch gerade nicht, was da kommt. Also ob ich ihm raten soll, mehr zu nehmen. Ja. Na gut. Ein Port, den Gatling anbietet. Na jetzt ärgerst du dich, ne? Was ist Port 443? Was ist Port 443? Richtig. Ja. Zwar limited support, wenn ich recht entsinne, aber man kann es benutzen. Dann ja. Darfst du die Kategorie voll machen, wenn du möchtest? Ja, mach ich die mal voll. Was ist, also ich... Was ist Softport 500? Was ist Softport 500? Sehr gut angepasst. Oh, ist ja total einfach. Sitzt ihr mal hier oben.
Also früher kannte man das auch als MySQL. Naja gut, wer benutzt schon so einen glorifizierten Zettelkasten? Ja. Was ist Port 3369? Ah, es war nah dran. 96? Nein, 3306 ist richtig. Ah. Ja. Noch einen Phasenprüfer holen, bitte. Oh, das hat jetzt aber nicht geklappt, bitte rein. Das ist sehr, sehr schade. Das ist jetzt kein Bingo. Ist noch der genug frei. Der Zoraxax, der hat so gut gewählt in letzter Zeit. Ich darf nochmal. Du darfst weiterhin. Ja. Das ist purer Zufall, da hat man keinen Einfluss drauf. Genau. Ich nehme Quote 200. 200? Jetzt geht jeder noch mal aufs Klo und dann reiten wir los. Madonius fühlt seinen Geschmack getroffen. Was ist der Schuh des Manitou? Was ist ein Zitat aus der Schuh des Manitou? Richtig. Ja. Der typische Hackerfilm. Ich fürchte, die Translation Angels könnten ein Problem haben. Die Translation Angels, bitte weitermachen. Quotes für 400, bitte. Quotes für 400? Ein lässt eine Sprung. Lücke. Why are you crying? Was ist ein Zitat aus The Big Bang Theory? Das ist ja korrekt. Das war ja nicht schwer, oder? Positiv! Yay! Mehr als 0 Punkte. Yay! Ja, willkommen in den Pluspunkten, wirklich, ja. Als Erster. Die Aussage ist zwar korrekt, aber ich war schon vorher in den Pluspunkten. Ich möchte mal ein bisschen pedantisch sein. Zwischendurch meinst du? Nee, ganz am Anfang. Ja, meine ich ja. Dann. Weil wir noch keine Punkte drin haben, TLDs für 100. TLDs für 100? Eine super Kategorie. Das ist die veraltete TLD für das Vereinigte Königreich. Es ist .gb. Richtig, ja. .gb. Er hat gefragt, was ist .gb, oder? Ja, ja, ich frage immer als Frage. Eigentlich hat er gesagt .gb. Oder hast du gesagt, das ist .gb? Nein, was ist .gb? Ja. Ganz normal. Videoschiedsrichter, bitte. Leute, schaut auf die Punkte. Wir sollten eher in positive Richtung uns bewegen. Ihr wollt doch nicht, dass jemand mit negativen Punkten ins Finale kommt. Also ich bin nicht, ob das technisch möglich ist. Ich bin nicht bei den negativen Punkten, aber danke. Noch. Was nicht ist, kann noch werden. Da ist noch Fehler. Auch richtig. Dran. Mach mal weiter hier. Ja, ich nehme das letzte TLD. Die TLD ist danach sind die alle. Das ist die aktuelle Bedeutung der .arpa-Domain. Ich hoffe, du weißt die noch, Sek. Ja. Ach, stimmt, richtig. Ja. Also wir wollten das Akronym expandiert haben. Weil das Originale, ah doch, das ist irgendwie, kann man aus DARPA ableiten, aber nein, niemand? Nein. Hier jemand? Das war sehr durcheinander, ich habe mal richtige Teile gehört. Genau. Ja, Reverse DNS ist nicht die Expansion von ARPA. Tut mir leid, aber ich habe es da drüben schon gehört. Address Routing and Parameter Area. Einfach holen. Dann brauchen wir aber schon wieder Zufall. Ach, der arme Zufall. J hat er gewählt. J. Such dir ein freies Feld und wähle es. War die Equi-Frage und ich will meinen Equi-Schrauben drehen. Da liegt er doch. Am Boden irgendwo, wer ist wieder unter denen aus der Bühne? Ja, nehme ich die One Second für 100. Die One Second für 100. Hast du den Ton schon hochgedreht am Laptop? Ja, ja. Okay. Madonius. Was ist Nyancat? Ja! Ja, der Anfang von Nyancat. Sind leider die vollen Audios nicht da, ne? Schade eigentlich. Und weiter. Quotes für 500, bitte. Quotes für 500. Gleich in die Vollen. The board is set, the pieces are moving, we come to it at last, the great battle of our time. Ja.
Es ist auch kein sehr spezieller Hacker-Kontext, möchte ich dazu sagen. Naja, also es reicht. Ich muss nicht genau, also ich bin nicht interessiert, an welchem Teil das vorkam. Mir reicht der grobe Titel. Schade, hier sind Hände, ja? Was ist ein Zitat von Gandalf? Ein Zitat von Gandalf. Ja. Aus dem Herr der Ringe, ja. Genau. Welcher Teil? Teil 3. Er hat schon einen. Oh, ein super Nowhere. Ja, der Zufall wäre J. Hat das nicht schon mal gemacht? Dann machen wir bei 1 Second weiter mit 200. Nochmal 1 Second 200. Was ist die wunderschöne Wartemelodie von Jeopardy? Ja, richtig. Zack hatte Angst, dass Leute glauben, da ist doch gar keine Musik, die ist doch immer da. Aber gut. Kurz habe ich so gedacht, ja. Dann mach weiter. Was brauche ich nochmal, um Hacker-Glider vollzukriegen? Um Glider vollzukriegen? Kriege ich nicht hin. Egal. Ich nehme veraltet für 300. Veraltet. Veraltet für 300. Der selbstzüge Antrieb wurde früher als besonders. Was ist denn dieser? Was ist denn dieser Dieselmotor? Was ist der Dieselmotor? Ja. Der wird eigentlich immer noch gefördert, ne, wenn man an die Tankstelle schaut. Irgendwer hat da den Schuss nicht gehört. Total, aber gut. Total hackerspezifische Frage. Ja. Machen wir doch auch gleich steht weiter. Veraltet. Nein, veraltet. Ja, veraltet 400. Veraltet 400. 128 Bit. Was ist MD5? Richtig, MD5. Ah, ist ja auch ein. Ich hätte gerne veraltet 500. Veraltet für 500. Oha. Ja, 1000. 100. Keine Chance. Keine Chance. Achso, ich muss, oder? Ja, du musst nur antworten. Ja. Also fragen. Ich jongliere gerade mit den Zahlen im Kopf. Was ist 23, SSL-Version 3? Ja. Du hast gefragt? Ja, klar, richtig. SSL-V3. Und bei der Gelegenheit kannst du Pudel expandieren? Ach, nee. Schade. Will jemand den Schraubenzieher? Wir hatten uns gefragt, ob man das fragen kann und kamen zum Schluss das Nein. Nein, Martel? Ja und? Stille ist keine Antwort. Dann mach eine neue Kategorie, bitte. Ach so, ja. Ja, muss noch sein. Wir haben noch drei. Ja, ich hätte gerne. Keine Double Jeopardies mehr. Dann ist egal, mach was. Hinne. 1 Second 300. 1 Second für 300. Ah. Was ist der Beginn von der Titelmelodie von den Originalteilen von Star Wars? Ja. Overly specific war aber richtig. Wenn einer mal was weiß, darf er auch spezifisch fragen. Also weiter, hier noch zwei Felder. Das kann doch was werden. Um mir den Gewinn zu sichern, muss ich wohl 1 Second für 400 nehmen. Es ist mir völlig egal, weil alle antworten können. Habe ich vor der Sekunde gedrückt oder? Schnell genug gedrückt jedenfalls. Was ist der Anfang von Never Gonna Give You Up von Rick Astley oder der Anfang eines Rickrolls? Richtig, der Anfang eines Rickrolls. Es ist gerade hart. Ich glaube, ich nehme Quote für 3×10^2. I'm just anonymous. I'm just alone. Was Neueres? Hackerspezifischer zumindest als Herr der Ringe. Bisschen. Weiß man hier aber schon, oder? Mal Hände hoch, wer es erkennt. Ich rate mal. Du rätst mal. Was ist ein Zitat aus dem Film V wie Vendetta? Guter Bezug, aber leider nein. Ich glaube nicht, dass er das da sagt. Nein, das ist eine Serie. Richtig, da war es im Publikum, Mr. Robot. Hol dir auch den Phasenprüfer.
Und wir haben einen knappen Sieger, Madonius, bitte fürs Finale bereithalten. Die anderen beiden holen sich hier ihre Digital-Kurage-Großpreise ab. Hier Trostpreise mitnehmen, so geht's nicht. Die wollen nicht Trostpreise mitnehmen. Zum Beispiel die wichtigen No-Foto-Sticker. Hier Moment, haben sie drei, wer hat die unvermeidlich. J. Och, du sei mal exzellent. Du kommst ins Finale noch. J. Der Verlierer muss den Schnaps trinken. Wer ist der Verlierer? Das ist hier J. J, bitte nochmal. Er macht so, neue es Runde. Sehr mutig. Bitteschön. Neue Runde Moderatorenversorgung. 13-jähriger karibischer Rum aus Barbados. Liebe Kinder im Stream, Alkohol ist nicht gesund. Nicht daheim nachmachen. Sekt, was anderes. Bitte testen und dann entscheiden, ob der für den Sieger oder für den Verlierer ist. Du kannst mal die neue Kategorie öffnen, wenn du das kannst. Kann nicht beides gleichzeitig. So, wir haben wieder Kategorien. Stell du mal die Kategorien vor, ich trinke dabei. Illustrier bitte mal Cocktails. Und genau um sowas geht es da. Zutaten zu Cocktails letztendlich. Dann C3-Logos, das ist mal wirklich bezogen hier auf unsere schöne Chaos-Community. Logos von lokalen Erfas erkennen. Soll sich auch mal lohnen, dass man sich auf Easter Eggs begeben hat und sowas. Vulnerable sind Dinge mit Schwachstellen, irgendwas mit Schwachstellen. Ihr kennt die Kategorien doch noch gar nicht. Woher wollt ihr schon wissen, dass ihr als Kandidaten geeignet seid? Wir stellen sonst Testfragen. Zitate aus Mahnpages, wir hätten gerne die Software. Und Hacker im TV ist sowas wieder wie ebenso aus TV und Popular Culture. Ich glaube, wir haben schon Kandidaten. Nee, wir warten jetzt mal. Es kommen mal alle, die wollen und ich suche was aus. Kommt mal alle her. Ich habe vollstes Vertrauen. Wenn du genauso unparteiisch bist wie beim Zufall, habe ich volles Vertrauen. Mein vollstes Vertrauen. Vollstes Vertrauen? Der schon wieder. Ihr wolltet was von vorne nehmen, habt ihr am Anfang gesagt. Nein. Wir hatten am Anfang gesagt, es werden immer mehr hier. Können wir das mit Applaus irgendwie regeln? Das ist sehr schwierig. Nein. Wieso sind da so viele Leute? Ray, was hast du getan? Ich habe gedacht, da ist immer ein bisschen Auswahl, aber es hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Was kriegen wir hier? Ganz wichtig. Das Wichtigste? Oh, ja. Ich mach das schon. Du machst das schon gut. Oder auch nicht. Oder auch nicht? Ich weiß nicht, was Sektor macht, das ist mir völlig egal. Die ersten drei, die sitzen. Oh! Ich würde sagen, er sitzt. Er sitzt. Oh Mann. Ich hatte gehofft, dass Zert kriegt was zu tun, aber das nein. Das war aber sehr unpräzise. Man hätte sich auch einfach auf den Boden setzen können, hätte ich auch gezählt. Ja, ist das meine Schuld? Er stellt gerade fest, man hätte sich auch einfach auf den Boden setzen können. Ich wollte korrekt. Keine Diskussion. Ich dachte, Stuhl ist sicherer. Das kann ich ja hier ergänzen einfach. Ich wusste ja nicht, dass mir ich habe die Hilfe schon einen draufgeklebt. Ich hoffe, eine gute Idee, nicht gerade zu sitzen. Ja, dann machen wir das beliebte Spiel mit den Namen wieder. Konzentriert euch. Da vorne ist das Publikum. Sehr schön. Duracell. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, der war schon mal. Ja, ist aber ein paar Jährchen her. Ja, Jeopardy ist ein paar Jährchen her. Also zwei. Ja. Duracell. Genau, bitteschön. YRLF. YRLF. Ja. Sehr gut. Und der dritte? 1 plus U1 plus F4A9. Aber abgelesen. Ja. Jedes ist was Versautes, da kriegen wir wieder Ärger. Okay. Unicode. Ja. OF. Wo ist das F? Wo ist U das F? Plus 1 Wo F. Wo ist das F? Neben dem D. U plus 1 genau. F, A-S-D-S-J-K-L-Ö. J-K- J-K-L-Ö. Also, je nachdem, welche Sprache. Ist richtig? Haben wir es gefunden? Wer hat schon aufgerufen? Dann können wir anfangen. Zum Anfang brauchen wir, wie üblich, Spuren von Willkür. Spuren von Willkür wählen die UTF-8.
Dann nehme ich... Du musst nicht drücken, bevor du wählst. Danke für den Einsatz, aber... Cocktails für 100. Die Buzzer gehen noch. War nur ein Test. Du warst ja drückt einfach mal. Ja, welchen Cocktail ist... handelt es sich? Chung vielleicht? Das war keine Frage. Doch, natürlich. Chung vielleicht ist eine Frage. Das ist eindeutig ein Fragezeichen. Ist es vielleicht? Chung wäre eine Frage. Naja, also Chung, ich habe das Fragezeichen vielleicht eindeutig mitgesprochen. Das durchgehen lassen. Chung vielleicht klingt doch schon nach Frage. Es war nicht Chung vielleicht. Also ein Erstteilnehmer hätte ich es durchgehen lassen. Es war absichtlich mit Fragezeichen am Ende formuliert. Du kennst doch die Frage. Ich habe extra mitgesprochen, damit du es hörst. Mitgesprochen. Na gut. Falsch. Kamera, schafft ihr das? Ja, bitte weiter und. Was ist Chung? Richtig! Also von erfahrenen Teilnehmern erwarten wir ein bisschen mehr Präzision bei den Fragen. Das ich muss mir ein bisschen Ansporn machen, damit ich gleich loslege. Du darfst weitermachen. Da ging es um 100. Wenn oh, das ja, dann nehme ich Cocktails für 200. 200? RC4? Nein. Da steht normalerweise mehr. Ja, bei den folgenden dann, ja. RC4 ist nicht der Cocktail. Ich meine, links von dem RC4, da steht normalerweise was. Ja, da steht der Release-Name, der Cocktail. Nein, aber das Publikum weiß das, ne? White Russian. Das wird eine gute Kategorie. Das war die erste Cocktail-Release damals, ne? Es darf das UTF-8-Zeichen weitermachen. was ist Vulnerable 100? Vulnerable für 100. Verschlüsselt seit Mai ungepatchte Windows-Systeme und treibt Bitcoin ein. Was ist ein bekannter Kryptolocker mit dem Namen WannaCry? Ja! Das war sehr klar. Aber kurz vor dem Timeout. Insbesondere, was ist ein Bekannter? Ja, du darfst weitermachen. Dann nehmen wir mal Mann für 100. Für 100? Weil any specified operates separated by single blank characters and followed by a new line character to the standard output. Was ist Echo? Richtig! Ja. In der Testrunde hatten wir auch noch, was ist Yes? Das macht das tatsächlich genauso, nur halt mehrfach. Aber das hat doch gar keine Manpage. Aber, also bei mir nicht. Aber es steht halt nicht in der Manpage von Yes, genau. Von daher. Nee, aber bei Echo. Echo hat ja auch keine eigene. Mann, Echo geht. Echt? Okay. Es da haben wir das rauskopiert. Ist es nicht ein Shell? Hab ich geträumt? Gehört er nicht zur Shell? Es gibt auch Bin-Echo. Ah, okay. Ja, gut, dann. Dann nehme ich Man 200. N für 200. Ich bin nicht so gut mit Manpages. Hast du nicht erzählt, dass die Double Jeopardy immer bei den hohen Punktzahlen sind? Ich glaube, hier haben wir keine hohe gefunden, wo wir uns getraut haben. Naja, muss wohl 400, gell? Er nimmt alles. Vince, arguments according to format. Also alle Wörter stehen da. Ganz vorne und ganz hinten. Das UTF-8-Zeichen hat gedrückt. Ja. Was ist Print Format? Print F? Print F, ja. Was ist Print F? Unruhig. Und weiter. Vulnerable 200. Vulnerable für 200. Ihr treibt euch nur in der oberen Hälfte rum. Ein Buffer Overread, ja? Welche Lücke hat ein schönes Logo und hat den Namen Heartbleed? Richtig. Ja, sehr gut. Ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Wir nehmen mal Cocktails für 500. Cocktails für 500. Ja.
bisschen ähnlich aus, ist es aber. Doch was der, anderes. Der dritte aus der Cocktail OpenWRT-Reihe. Sieht nicht so alkoholfrei aus. Was? Sieht nicht so alkoholfrei aus. Ja. Die meisten dieser Cocktails sind nicht alkoholfrei. Gab es alkoholfreie OpenWRT-Releases? Ich glaube nicht. Ich glaube, OpenWRT ist ohne Alkohol auch nicht zu ertragen. Ich hoffe, es ist keiner von der OpenWRT-Assembly im Raum. Wenn es die noch gibt. Halte an dich. Sonst kriege ich keine Hassmails nachher. Keiner? Falsch? B-52 ist falsch? Irish Coffee ist auch nicht richtig. Aber schon eigentlich recht nahe. Zack, hast du jetzt beide getrunken? Zack hat wohl entschieden, dass es keiner der Kandidaten kriegt. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Sollten nachher noch mal im Stream gucken. Du kennst das doch sicher. Ich kenne das nicht. Wer hat es mittlerweile gegoogelt? Martin hat es gegoogelt, ja? What? Google sagt Batzleit. Ziemlich sicher sagt das unser Lösungsfeil auch nicht. Nein. Orgasmus auch nicht, nein. Woher weiß ich, welche es nicht ist, wenn ich nicht weiß, wer es ist? Ich weiß, dass es mit B anfängt. Ich hab den Rest vergessen. Ja, ich hab's gehört. Backfire ist korrekt, ja. Holt euch einen Phasenprüfer. Wo sind sie? Da sind sie. Ich glaube, der einfachste ist 400, aber gut. Es darf ein Zufall wählen. Der Zufall sagt, es darf Jürf wählen. Dann wählt Jürf C3-Logos für 200. Das ist das Gleiche. Und weiß nicht wirklich so viel. Das ist das Gleiche, Zack. Wir schauen mal, was damit passiert, aus wissenschaftlichen Gründen. Eine Referenzmessung. Ja. Das waren Chaos Treffs und Erfas, oder? Chaos Treffs und Erfas, richtig, okay. Ja. Das ist Chaos-related, würde ich mal sagen. Chaos-related? Aha. Okay. Also, diese ist speziell jetzt nicht in die Kategorie. Ach so, ja. Der ist schon Chaos, ne? Also, ja. Das ist echtes Chaos. Sieht man doch. Duracell? Welches Logo hat eine Chaos-Organisation in Bochum? Wild guess. Und die wie heißt? Die hatte einen seltsamen Namen, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Chaos-Treff Bochum war es nicht, aber... Nee. Ich fürchte, das muss dann wohl eher als falsch gewertet werden. Ja, ist es denn Bochum? Ja. Nein. Nein. Whatever. Aber die Region ist nicht völlig falsch, so rein optisch. Ist denn jemand von da? Hände bitte. Ich habe schon Chaospot gehört. Ah. Ja. Essen ist das? Ja. Das ist doch Bochum, oder? Ach nein, sorry. Gelsenkirchen war Essen, richtig. Alles Chaos West. Ja, hätte mal Chaos West gesagt, ne? Ja. Dann darfst du, nein. Das UTF-8-Zeichen darf weitermachen. Was ist Hacker MTV für 100? Naja, also. Zack, jetzt wird... Also Wopre. Du warst, ich bin mir sicher, dass wir Wopre schon mal hatten. Ich hoffe, es war Matthew Broderick. Wie beschreibe ich Wargames? Richtig, ja. Ja. Wargames. Für die Jungen unter euch, ladet das mal irgendwo von einem FTP-Server runter, ist eigentlich ganz nett. Ja, für die Jungen unter euch, das ist nicht der, wo Angelina Jolie nackt ist. Du darfst weitermachen. Ja, C3-Logos für 100.
C3-Logos für 100. Danke, Martel. Wie sieht das Logo von Milliways aus? Richtig, Milliways. Ja. Wie sieht das Logo von Milliways aus, nachdem man den Namen rausgemacht hat? Wir lassen es trotzdem gelten. Hacker MTV für 200. Hacker MTV. In dieser Serie wird ein sprechendes Computer mit einem Joystick. Ach, weil es gehackt wird. Ja, du warst Sally. Also in einer Folge dieser Serie passiert das nicht. Ich wollte gerade fragen, was wusste ich nicht, was in Knight Rider passiert? Richtig, ja. Was wusstest du nicht, dass in Knight Rider passiert, ist korrekt. Mach weiter. Wenn wir unten schon einen haben, dann machen wir da mal die Reihe voll. C3-Logos für 500. C3-Logos für 500. Ist da das Double Jeopardy? Nein. Wurde heute schon genannt? Ja. Marcel. Wurde heute schon genannt? Ja. Verunsichert. Jetzt was frag halt. Drei. Zwei, eins. Wie sieht das Logo vom Chaos-Treff Bochum aus? Oder von Bochum? Nein! Weil wenn man es kommen noch Leute. 90 Grad dreht, ist das unten ein B. Ja, richtig. UB, richtig. Okay, dann mein ersten Guess. Was ist der Checkspace? Das ist doch ein S. Willst du doppelt Minus kriegen hier? Ja. Ja, er kriegt doppelt Minus. Man kann das doch lesen. Also, das ist... Es ist zu klein. S. Und auch kein U. Ach so. Ja. Wo habe ich heute schon mal bei einem Quiz verloren? Wie sieht das Logo von Chaos West aus? Ja, ja. Chaos West. Wer kann ahnen, dass sie ein Logo haben? Dann gehen wir in der Reihe weiter. Ja. Mit 500. Wir machen das Zeilenweise. Ein neues Schema. Wieso darf der überhaupt wählen? Er hat es gewusst, richtig. Er hat es gewusst? Ja, ja, ja. Nach man einiger Zeit. Kaum. Weiß nicht, ein Minus mal plus mal Minus. Angriff auf TLS durch Downgrade des Diffie Hellman Key Exchange. Was ist Pudel? Nein. Pudel war das nicht. Pudel war, das ist Elben, nicht TLS. Es geht über an der Stelle. Wann habt ihr alle eure DH-Keys neu generiert, weil die blöden Standard-Keys doof waren? Ihr habt doch eure DH-Keys neu generiert. Welche Webserver betreibst du? Ich? Zum Glück keinen. Nein, 768-Bit ought to be enough for everybody. Ach, gut. Was war das? Logjam, richtig. Wir haben doch noch Phasenprüfer, ja natürlich. Das Schöne also, wenn ihr Logjam-Prüfer will hier. Das Schöne ist, dass die Fax mittlerweile Namen haben, weil CVE-Nummern raten war irgendwie nicht so spannend. Ich denke, Jules darf mal weitermachen. Ich fühle mich sehr benachteiligt vom Zufall. Dann machen wir wieder Mahn für 300. Flexible Tool. Was ist Dick? Ja. Richtig, Dick. Ein Dick. Sehr flexible Tool für alle, die noch NSLookup nutzen. Hört auf damit. Dann machen wir weiter mit... mal DNSSEC. Dann machen wir weiter mit Mahn, mit 400. 400. 400? Du erzähl. Welches Kommando? Boah, aus welcher Manpage? Was ist IP? Ja, was ist IP? Für alle, die noch if-config nutzen, lass das. IP. Und route. Für alle, die noch if-config nutzen, und, ja. Sind sie vielleicht nicht unter Linux unterwegs. Ja gut, dann treffen wir uns mal bei Mahn 500. Mahn für 500? Each session is persistent and will survive accidental disconnections. Was steht in der Manpage von Tmux? Richtig, was steht in der Manpage von Tmux? Und wenn ihr Screen benutzt, dann benutzt ihr jetzt Tmux. Genau. Man kann das Ctrl-B auch auf Ctrl-A umstellen, dass ihr euch nicht so umgewöhnen müsst. Ja, aber Ctrl-B ist besser, weil mit Ctrl-A springt man zum Anfang der Zeile, das wäre immer das Problem. Voll nervig, ne? Ja. Haben die mitgedacht. Hackers im TV für 500. Die letzte 500. Dieser Film spielt teilweise im CCH, das jetzt nicht mehr steht. Und zeigt doch, das steht schon noch, teilweise.
Aber es spielt nicht im teilweise noch stehenden CCH, sondern noch vollständig stehend. Ich habe heute schon die Frage gehört, was ist Datex P? Ja. Ein Teil der Antwort würde die Junghacker verunsichern. Zufälligerweise auch der Anfangsbuchstabe vom Filmtitel. Ich hoffe, der ist hier, ja. Ja, stimmt, der Anfang, das Ende der Frage ist der Anfang von, es hilft einfach nichts, kann man nicht wirklich wissen. Aber ladet ihn euch von den FTPs überall runter, er ist total grottig schlecht und ein bisschen lustig. Du meinst, der ist total gut. Ja, ja, ein guter Film in Deutsch und so mit Ingolf Lück und total toll und CCH. Peng, du bist tot. Richtig, hat einer gewusst. Ja, hol dir deinen Phasenprüfer, auch wenn sich Frau Holland wahrscheinlich im Graben umdreht, wenn er diesen Film in Verbindung gebracht kriegt. Aber wir wählen Duracell. Ah. Der Zufall macht das. Sehr gut. C3-Logos für 400. C3-Logos für 400. Welcher Hackerspace ist das? Was ist Chaos Raute? So ein Sticker? Nein. Ich hab dir gesagt, das ist nicht die 100er, du egozentrischer. Nee, ich wollte die bei 100 hinmachen. Tipp, er wollte die bei 100 hinmachen. Manche Warum Leute, ist da wohl gelb in der Mitte? Was ist das Logo vom Chaos Computer Club München? Ja, gut geraten. Vielen Dank. Ja, gelbe Raute, weil München, nicht Bayern. Achso, Cocktails 300. Cocktails für 300? Oh. Total abwechslungsreiche Fragekategorie. Ich glaube, so ganz Bleeding Edge ist das nicht mehr. Also wenn man in seinen Release-Namen Bleeding Edge reinschreibt und ihm aber gleichzeitig einen statischen Namen gibt. Irgendwer kann uns bestimmt live sagen, von wann Revision 6041 war. Damals, als man noch nicht Git verwendet hat, sondern SVN. Doch, richtig. Ja. Nein, das ist kein Margarita. Wer Wodka in einen Margarita tut, sorry. Also ich wollte gerade noch mich verifizieren, aber das ist tatsächlich ein Bezug. Ne? Wer Bleeding Edge Software betreibt, der begeht das quasi. Richtig, Kamikaze. Ja. Ich hatte auch gedacht, dass es mit Bleeding Edge zu tun hat, aber für einen Zombie war irgendwie zu wenig drin, deswegen... So, weitermachen darf das UTF-8-Symbol. Nehme ich Vulnerable 300. Diese an Tag 1 in diesem Saal thematisierte Lücke. Aktueller Bezug und so. Was ist Crack? Crack, ja, oder Crack, glaube ich, eher Crack, gesprochen. Ja. Ja, richtig. Du darfst gleich die nächste Frage aussuchen. Dann nehmen wir 400 von derselben Kategorie. Oh, ja. Oh. Sehr schlau. Da hat jemand das Spiel verstanden nach drei Runden. Gut. Dann nehmen wir die 1,5-fache. Also 600. 600? Mittelmütig. Nur 600? Ein Strateg. Also ich bin eh alleine. Das ist Teil von Shellshock? Teil von? Shellshock. Ja, ja, Teil von Shellshock. Das muss den Environment und mit einer tollen, sicheren Shell die CGI zu Ich sag zu jetzt nicht... dass unser Testpublikum konsequenterweise gesagt hat, was ist eine Forkbomb. Ja, war irgendwas mit geschweiften Klammern, eine Forkbombe. Da fehlt ein weiterer Doppelpunkt und eine Pipe. Ja, genau, ja, ja. Korrekt. Also, deine Antwort war perfekt. Weil bei Shellshock ist noch... Wie sieht die nächste aus? Dann sagen wir mal Hacker im TV 300. Hacker im TV? In dieser Serie nutzt der Held den Latenzabdruck, was ist das für ein Wort? Latenzabdruck auf dem Handflächenleser mit Hilfe von abgekratzter Wandfarbe und einer Jacke. Das haben wir alle gesehen, haben uns gedacht, boah, wie unrealistischer Schwachsinn. Und dann kam Starbuck und hat das vorgeführt wahrscheinlich. Oh,
aber so ist das mit diesen unrealistischen Hackern. Die Antwort ist nicht, was ist mediaccc.de. Nein, weil in dieser Serie nutzt Starbuck eine Kamera und... Ja. Also man kann es auch raten, weil... Ja, wer macht denn komm sowas? Nicht auf den Namen. Du kommst nicht auf den Namen, wer sowas macht. Ja, es ist nicht McDonald's. Ja, was ist MacGyver? Frage bitte. Was ist MacGyver? Ja, hat was er gesagt. Ist MacGyver, ja. Sehr gut. Auch fast ohne Hilfe. Die Hilfe ist ja für alle, das ist ja schon fair. Also bitte such dir was aus. 400. Die sind noch da. Herr Klemm, TV 400. Für 400? Viel ist ja nicht mehr frei. In diesem Film geht es um Karl Koch. Worum geht's in 23? Ich sag den Titel lieber nicht weiter. Ich glaube, nichts als die Wahrheit, oder? Nichts als die Wahrheit? Ja. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt, nein? Ja. Nee, das ist das Motto. Das ist das Motto, ja. Jetzt darfst du entscheiden zwischen einer 400 und einer 300. Ich nehme erst die 300 und sage, C3-Logo ist 300. SMD-Lötkit. Watch reminds me, dass das unsere Vorrunden-Zweitplatzierten hier liegen haben lassen. Aber gut, ihr könnt ja nochmal kommen. Und das tolle SMD-Lötkit. Soll ich denn sagen, wie es heißt? Also das ist hier dieses tolle SMD-Lötkit, das ihr, glaube ich, auch noch erwerben könnt in der Fläche. Ja. Der wer ist das Kitchenkopf. Wie ist das Logo von der Kitchenkopf? Nein, nicht von der Kitchen. So heißt der Bausatz. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Gut, mutiger Versuch muss man zugutehalten, aber ich finde es toll, wie ihr alle aufgepasst habt, als wir die Preise vorgestellt haben. Eben, keiner hört uns zu. Oh. Danke. Ja, gut, dann... Dann, es ist die Binary Kitchen. Ja. Kein Phasenbuch. Dann bleiben wir bei der letzten Frage und die machen Hände wir... Hände auf die Buzzer, letzte Frage. Diesen Cocktail wirft man lieber weg. Also wer im Talk vor uns war... Ja, ich kann halt nicht gewinnen. Was ist ein Molotow-Cocktail? Was sagst du? Was ist ein Molotow-Cocktail? Was ist ein Molotow-Cocktail? Richtig. Ja. Womit ich nicht gesagt haben will, dass links unten irgendwie das Werfen von Molotow-Cocktails gut heißt, sondern nur, dass das unterstellt wurde von diesen bösen, repressiven Staatsmedien. Gut, wir haben einen Sieger, den ich nicht aussprechen kann. Bitte bleibt direkt auf der Bühne. Danke. Der Zweitplatzierte ist... steht in der Mitte. Das UTR-Zeichen darf sich hier schon mal einen aussuchen. SMD oder Blinkenrocket. Dann kriegst du hier den Dings. Und wir bitten die Vorjahres sage ich schon. Und ich habe gehört, Alu Burka ist in the house. Bitte einen großen Applaus für den Gewinner aus dem Vorjahr. Ich habe mir jetzt einen Namen verdient. Das heißt jetzt anders. Bitte einen Schärpenträger. Ja, könnten Sie einen Schärpenträger für Aluburka haben? Ah, das habe ich liegen lassen. Ja, sehr gut, sehr gut. Sehr schön. Und in der Zeit vielleicht bitte nochmal unsere beiden Ausscheider aus den beiden Vorrunden. Wir haben noch die Elektronikbausätze hier. Bitte kommt noch mal her, wenn ihr noch da seid. Sollen wir schon aufstehen? Was? Aufstehen? Also sollen wir schon gehen oder? Nein. Okay. Wer ihr? Keine Ahnung. Wieso willst du gehen? Eigentlich gibt's ja keine, haben wir ja keine Chance. Gegen Aluburka. Ich möchte trotzdem auch gegen euch spielen. Oh mein Gott, Aluburka. Nur na, echt mit Gold. Ja, man kann ja auch auf einen Powerglitch hoffen. Ja, einfach mal. Wir könnten den Brunnen anschalten. Du meinst Frame Perfect Input und so. Die Moderatorenversorgung. Ja, und so. Ja. Ein sehr süßer Sherry. Welchen denn? SMD oder? Ich heiße übrigens nicht mehr Niemand. Ich habe mir jetzt durch meinen Erfolg in der Runde meine Schmach von vor 2 Jahren ausgeglichen und habe jetzt einen Namen verdient. Ich heiße jetzt Xyril.
Teile dies dem Bediener mit. Ja, habe ich schon. Alles ich wollte es auch dir sagen, damit du mich nicht wieder als niemand oder de Maizière sogar bezeichnest. Das ist eine schwere Sünde. Das ist schade, jetzt kann man nicht mehr sagen, dass niemand sich mit wem auskennt. Ja. Genau. Dann, hau doch mal auf deinen Knopf und nochmal YRLF. Mit dem gleichen Namen in zwei Runden. Establishment. Knopf. Bitte Backslash Madonius. Der will noch Spalter! Ja, Little Bobby Tables, we call him. Ich muss probieren zu gewinnen, irgendwie. Ach so, damit es jetzt ein LaTeX-Command ist oder was? Genau, ja. Wir sind soweit und erklären unsere Finalkategorien. Back Latex, da geht es um Latex, Leder, Sadomas. Latex wurde mir gesagt, das ist wohl irgend so ein Textsatzprogramm. Außer es geht um Kondome. Wir haben hier Strings, die eine Latex-Formel darstellen und wir hätten gerne das Ergebnis, wenn man die ausrechnet. Also nicht... Im Finale werden die Schrauben angezogen. Nicht, was ist ein Bruch aus 8 und 3, sondern einfach ausrechnen 8 durch 3 und endlos aufsagen. Nein, es geht alles auf. Wenn es nicht aufgeht, you're doing it wrong. Gesetze, das sind so Gesetze, aber jetzt nicht zwingend deutsche Gesetze, sondern mehr so allgemeine, die man so kennen muss. Ja, Programmierfehler, da sind Code-Schnipsel, glaube ich, komplett Code-Schnipsel alles. Da sind Code-Schnipsel und wir hätten gerne welche. Nicht ganz richtig machen. Ihr habt mein GitHub gefunden. Dargestellt. Nein, nicht auf GitHub gefunden, leider. Ich sage, ihr habt mein GitHub gefunden, weil es Programmierfehler sind. Genau. Aber jedenfalls, also so irgendwie, was ist ein, was auch immer, Fehler. Sequenzen, da werden Folgen von Zahlen gezeigt und wir möchten nicht die nächste Zahl wissen, sondern das Gesetz, was diese Reihe beschreibt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Was ist die Folge natürlicher Zahlen? Und RFC, da haben wir Beschreibungen für RFCs. Und wir glauben, man kann sie schaffen diesmal. Bitte. Unser Testpublikum hat auch tatsächlich 30% davon beantwortet. Wir sind zuversichtlich. Total optimistisch. Also, und ich denke, Ehre wem Ehre gebührt. Alu Burka, eröffne die Finalrunde. Ja, ich würde anfangen mit Programmierfehler für 400. Und gleich voll in die Mitte. Ja, vielleicht ist da ein Double Jeopardy. Nein. Ja. Was ist der Fehler, dass man die Klammern beim if vergisst und dadurch das zweite Statement in dem Fall immer ausgeführt wird, anstatt nur in dem then-branch? Das ist sehr schnell richtig erkannt worden. Korrekt. Programmierfehler für 500. Das ist halt Kacke. Programmierfehler für 500. Sec rät von einem Cocktail ab, das macht mir Angst. Schau dir den Bodensatz an. Also hier ist tatsächlich ein bisschen schwieriger. Das ist kein direkter Programmierfehler. Wir würden gerne wissen, zu was für einer Schwachstelle. Wir brauchen einen Reservebediener. Was ist das Problem, dass mein String vielleicht nicht null terminiert ist und das Ding deswegen Quatsch vergleicht? Nein. Na gut, das wäre denkbar, aber das ist. Das ist dann Schuld deiner Eingabe. Für 500 ist das nicht die richtige Wollen wir es neutral geben? Mach bitte mal neutral. Was? Nö. Hast du da? Nö. Neutral oder falsch? Wer ist für falsch? Wir fragen nochmal, wenn wir sagen, was wir hören wollten. Sonst traut sich niemand. So gerade auf. Was ist nicht Constant Time? Richtig, cool. Genau, darum geht es. Wenn man sowas auf Mikrocontrollern macht, kann man Timing-Attacken durchführen und die PIN ziffernweise ausprobieren. Das kommt in der echten Welt tatsächlich vor. Dann Programmierfehler 300. Jo, sollte ja jetzt einfacher sein. Total einfach. Was ist das Falsche nochmal neben eines Pointers, sodass ich da einen Doppelsternschar in STLN reingebe? Also eine Doppel-Dereferenzierung, richtig. Ja. Ich bin... Ja, Programmierfehler 200, das läuft doch, ne? Häufiger in C. Ja, programmiert häufiger Fehler in C, scheint mir. Also bitte? Ja.
Ja. Was ist ein Stack Overflow? Richtig, oder ein Buffer Overflow an der Stelle, ja. Na, das Anführungszeichen war von uns dringend. Ja. Stack allokiert, ne? Programmierfehler 100. Och, wenn ich. Hättest du mal aufheben können. Ja. Was ist eine Endlosschleife? Eine Endlosschleife. Wegen Unsigned, für die, die es nicht so schnell gesehen haben. War er derjenige, der die Kategorie eingereicht hat? Ich kann mich nicht erinnern, Kategorien eingereicht zu haben, aber ich kann keine Gewähr für mein Gedächtnis übernehmen. Du hast dich bösartig verändert. An dieser Stelle noch ein kurzer Einschub. Ein Dank an alle, die die Fragen eingesendet haben. Es ist wirklich schwierig. Wenn einer davon im Raum ist, kommt nachher her, wir haben ja das restliche Zeug loszuwerden. Genau. Noch ein zweiter Dank an alle restlichen Leute aus dem MUCCC, die mitgeholfen haben, dass das hier auch stattfinden kann. Dankeschön. Genau. Ja. Aber jetzt geht's weiter. Ja, LaTeX für 100. Und die anderen dürfen auch mitmachen, ja? Ah, okay. LaTeX für 100. Was ist 23? Was ist 23? Richtig. LaTeX 200. Wir wollen ja alle nach Hause, ne? Ja, ja, wir wollen ja nach Hause. Ja. Was ist 42? Ja. Habt ihr es geraten oder gerechnet? Gerechnet. Ah. Ich kann so im Kopf Zahlen zusammenfügen. Oh mein Gott, was ein Skill. Ja, so reagieren viele Leute darauf. Auch noch geht. LaTeX 300, komm. Was ist ein Halb? Ja. Was ist ein Halb? Richtig. Ich sehe schon, wir hätten doch die schwierigeren Fragen nehmen sollen. Dann, man beachte die Überschrift. Ja, ich weiß schon, bei 500 muss ich garantiert P gleich NP beweisen oder sowas. Ja, das sollte ja jetzt kein Problem mehr sein. Aber da ist dann Double Jeopardy. Natürlich. 400 bitte. Was ist 1? Was ist 1? Korrekt. Eins? Korrekt. Ich bewundere den Gesichtsausdruck der restlichen Jeopardy-Teilnehmer. Ihr wusstet nicht, worauf wir. Komm, du weißt, was ich nehmen will. Tu es einfach. Halt immer jemand die Augen zu, da kann ich den anderen in der Zeit Tipps geben. Was ist 1? Was ist 1? Richtig, ja. Willst du mal erklären für alle hier so, dass die im Stream... Verstehen ist nicht das Problem. Das Problem ist die Geschwindigkeit und das Fehlen eines Zettels zum Ausrechnen. Ja, es... Steht doch alles da! Lies es doch mal vor für unser Publikum. Ja, das ist ein Integral von 0 bis Pi halbe von Cosinus x. Die Basisfunktion von Cosinus x ist Sinus x. Und Sinus von Pi halbe hatten wir eben schon. Das ist 1 minus Sinus von 0 ist 0, also 1. Also alternativ auch diese Fläche unter dem ein Viertel einer Welle. Also, es hat so ein bisschen Erinnerungen daran, als ich mein Informatik-Zweitstudium gemacht habe und ich war irgendwie, als ich in der Übung saß und es wurden so Integrale gerechnet bei der Basiselektronik, da war ich irgendwie der Einzige, der diese Integrale wirklich lösen konnte, selbst wie für den Übungsleiter war das schwarze Magie. Auch. Das tut mir sehr leid für die anderen. Aber staune. Ihr müsst euch mal das gelbe Rechenbuch holen. Aber du wirst zugeben, dass es im Vergleich zu dem Germanistik-Erststudium die bessere Wahl war, ja? Ich gebe dir gleich ein Germanistik-Erststudium. Schauen wir mal, ob den in anderen Kategorien ich, lasse also, den. RFC wäre das schönere Muster. Ich lasse den Zufall wählen, weil es soll mal jemand anders eine Frage auswählen dürfen. Dann mach mal RFC 100 halt. Damit meine ich jetzt vielleicht nicht dich, wir aber okay. Wir können vielleicht deinen Buzzer irgendwie abstecken. Okay. Hallo Burka! Was ist HTTP? Was ist HTTP? Ja. Was ist die RFC, die HTTP definiert? Nicht RFC 200, bitte. RFC für 200. Die RFC 1149. Das sind die, was sind die 12 Networking Truths? Nein, sorry. Verstanden, aber es klang falsch. Die 12 Networking Truths. Nein, die kamen viel später, glaube ich. Ja. Ich glaube auch, ich weiß es nicht mehr genau. Eine, nicht reinreden hier! Was? Ja?
Und was ist IP over Avian Carrier? Richtig. Ja. IP. Oder ich auf gut Deutsch, IP über Brieftauben. Also im Prinzip das, was wir hier im WLAN haben von der Performance her. Nein, nichts gegen das Log. Das Log macht einen super Job. Danke dafür. Schöne Grüße an Henrik. Hey, ich glaube, unser Tisch hat nachher kein Internet mehr. Henrik, mach nur WLAN. Gesetze für 500. Gesetze für 500. Mitten rein. Oh. Wäre vielleicht geschickt gewesen, sich vorher eine der anderen anzuschauen. Aber ein Tipp, wenn du... Jetzt weißt du noch nicht mal, worum es geht und musst dich schon entscheiden. Aber wenn du eine Chance haben willst, hilft nichts. Zwischen welchen Beträgen darf ich auswählen? Außer alles und alles? Von 0 bis 1000. Von 0 bis 1000. All in. 50. Bist Habt du dir sicher? Alles eure Schuld. Du musst nachher durch dieses Publikum laufen. Ja, du willst doch gewinnen. Also wenn du hier irgendwie mit einem Gewinn rauskommen willst... Das ist nur möglich, wenn ein kleines Wunder passiert. Also... Ja, alles. Okay. Go in style, ja, genau. 50. Jetzt ärgerst du dich. Schöne Scheiße, ne? Wenn du es nicht weißt, ich kann lösen. Ich finde die Selbstbezüglichkeit der Situation gerade grandios. Schöner konntest du es uns nicht erklären. Also, das ist noch nicht meine Frage. Was ist Situationsironie? Nein, Quatsch. Was ist Murphy's Law? Richtig, ja. Hast du ja gut gesetzt, ne? Super. Hattest du ähnlich gutes Händchen bei Bitcoin? Ich will behaupten, ich bin der Einzige, der 50 Punkte hatte heute. Das ist korrekt. Ja. Ich glaube, du bist sogar der es gibt Einzige, noch der jemals Jeopardy. 50 Punkte hatte im gesamten History of Hacker Jeopardy. Weil das geht nur, wenn man als allererstes einen Double Jeopardy halbiert. Aus irgendwelchen Gründen mal 50 Punkte aber doch nicht am Anfang. Gegeben. Doch nicht direkt als erstes, oder? Schaut mal die Streams durch der letzten 20 Jahre und prüft das nach. Viel Spaß. Schick mir einen Screenshot. Ja, du darfst weitermachen. Ich nehme Gesetze für 300. Gesetze für 300? Was ist Occam's Razor? Was ist? Was ist Occam's Razor? Occam's Razor, was richtig. Ist Occam's Razor? Ja, Schummel, der kann schneller lesen. Der hat die Wikipedia vorher gelesen, das gilt nicht. Nee, nee. Gesetze für 400. Gesetze für 400. Dieses Gesetz beschreibt... Was ist Parkinson's Law? Parkinson's Law? War das nicht? Was? Es gibt ein Parkinson's Law. Gibt ein... Nein. Nein, schade. Punkte weg. Aber wenn einer googelt, ob es das wirklich gibt, würde mich interessieren. Also ein selbstbezügliches Gesetz. Schon mal die Hände hoch von jemandem, der es weiß. What? Genau, der Tipp von Zack war, es ist ein selbstbezügliches Gesetz. Ein Freund von, ja. Was ist Hofstetters Law? Was ist Hofstetters Law, richtig. Ja. Hast dich immer noch rausgerettet. Gesetze 200. Gesetze für 200. Das läuft doch trotzdem. Angst vor der Kategorie da. Was ist Godwin's Law? Ihr dürft auch schneller drücken, ihr anderen. Und an dieser Stelle. Gesetze 100. Darf ich einen Turing-Test einfordern? Er fordert einen Turing-Test. Na, ich nehme also das mal als Kompliment. Das ist ja letztes Mal Wolfram Alpha. Also da müsste ich nicht erst so gucken, bevor ich die Formeln löse. Aber an dieser Stelle ein Hinweis... Wobei, das könnte natürlich Show sein, hast du nicht. An dieser Stelle ein Hinweis für alle, die jetzt schon aufgeben wollen von euch. Wir planen diesmal, wenn die Zeit es erlaubt, und ich sage mal, danach sieht es knapp aus.
eine Finalfrage zu spielen, wie es im echten Jeopardy üblich ist. Das heißt, nach diesem Brett könnt ihr alle eure Punkte setzen für die letzte finale Frage, die ihr alle auf Papier beantworten müsst. Und wir trotzdem keine Chance haben. Aber so macht man das bei Jeopardy. Und das kann alles nochmal ändern, weil ihr könnt alles setzen und verlieren. Also, weiter machst du bitte mit. Gesetz 100. Also nicht aufgeben, er könnte alles verzocken. Ihr könnt auch einfach schnell drücken, bevor ihr die Frage gelesen habt. Was ist Regel 34? Regel 34, richtig. Ich hab wirklich gedrückt, als das Ding da dran stand. Du kannst einfach drücken, wenn du glaubst, 100 weißt du auf jeden Fall. Das hab ich. Ich gebe natürlich was zu, ist ein technisches Problem? Er hat ein kürzeres Kabel. Oder sowas. Wir müssen jetzt hier Highspeed-Trading machen. Du willst sagen, die Lichtgeschwindigkeit hat sich gegen dich verschworen. Im Kabel ist es zwar nicht die Lichtgeschwindigkeit, aber ja. Was glaubst du, warum ich mich gleich wieder hier hingesetzt habe? 0,7 Lichtgeschwindigkeit. Nein, das ist total langsam. Ja. Bitte weiter. Da ich diese Sequenz von roten Feldern vervollständige, Sequenzen 100. Die kann man wissen. Drücken. Was ist die Fibonacci-Folge? Die Fibonacci-Folge, richtig. 200. Ich befürchte, die Finalfrage können wir uns sparen, aber gut. Ja. Was ist die Folge x hoch 3 für x in n? Richtig, x hoch 3. Also Kubikzahlen, genau. Dritte Kubik, dritte, ja. Es ist jetzt 300. Was sind die Nachkommastellen von Pi? Richtig, die Nachkommastellen von Pi. Er hält die Fahne hoch. 400. 400. Was sind die Primzahlen in binär? Richtig, ja. Die Primzahlen in binär, korrekt. Du darfst weitermachen. Danke. Aluburger, du darfst auch mitspielen. Ne? Ich versuche zu überleben. Latenter. Ich weiß, ich werde das bereuen, aber. Also, ich wollte es eigentlich auch nicht sagen, aber welche Diät auch immer du gemacht hast, Aluburger, die war nicht gut. Lass das mit den Diäten. Manche sind ganz schlimm. Das ist RFC für 500. RFC für 500. Kurze Frage an das Publikum. Wir haben doch keine Zeit. Kurze Frage an das Publikum. Darf ich das Spiel kaputt machen? Ja. Okay, ich hätte gerne eins. Das können wir nachher von Hand regeln, das ist kein Problem. Aber es ist nicht doch richtig. Schon. Wir können alles, aber du willst alles. Nein, alles. Quatsch, ich will... Alles andere bringt nichts. Oder? Was hat er denn? Man sieht seinen Punktestand nicht. Wie viel hat er denn gerade? Ich nehme... Also man... Könnt ihr das mit alles aufhören? Man müsste jetzt... Der 100. Ist hier in einer schwierigen Quiz-Situation, ja. Und ich möchte, 100. Ich möchte auch darauf hinweisen, gewinnen ist nicht alles. Die Preise werden in der Reihenfolge vergeben. Und also auch ein zweiter Platz kann mit viel Glück noch den Brunnen bekommen, falls der erste den 3D-Drucker möchte. 100. Er nimmt 100. Wir sind der Meinung gewesen, eine dieser Nummern kann man kennen. Ich kann lösen. Was sagst du? Ich kann lösen. Ja, du bist nicht dran. Es tut mir leid. Na Moment, aber die Frage wird geöffnet, wenn er es nicht beantworten kann. Das heißt, du kannst noch, also man kann danach drücken. 821, 2821.
Never heard of them? Also ich kenne Leute, die haben das als Autokennzeichen. Ich habe tatsächlich nur wenige RFCs gelesen. Was ist FTP? Leider nicht. Nein. FTP. Ich weiß auch nicht, ob es da überhaupt nach dem zweiten noch mal ein Follow-up gab, weil das war doch tot dann irgendwann. Ist es jetzt eigentlich für mich auch nur 100, wenn ich offen, jetzt offen. Nee, aber ist es dann auch nur 100 Punkte? Gute Frage, wir werden es herausfinden. Ich glaube aber, es ist für dich die normale Punktzahl. Ich glaube, ich habe es mit was anderem verwechselt. Ah, du willst wissen, ob es auch traue. Gibt es auch dieses Paar von 822 und 2822? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es, aber ich sag's nicht. Weißt du, dass das Paar gibt? Was ist das Internetprotokoll? Wieso sollte ich dem Führenden Tipps geben? Ja. Nein, das ist nicht das Internetprotokoll. Das wäre früher wahrscheinlich. Aluburka. Ah, sorry, Aluburka. Go ahead. Ja, ich habe falsch geantwortet. Ach so, ich habe es nicht gehört. Nee, war die Frage, was das Internetprotokoll, das ist es nicht. Also es ist natürlich das Internet, also das ist ja also eines der wichtigsten, der allerwichtigsten Protokolle im Internet. Alles Internetprotokolle. Alle Internetprotokolle sind total wichtig. Nee, meine, alle RFCs sind Internetprotokolle. Außer vielleicht Avian Carriers. Das ist mehr so? Naja, es ist das Internet, es ist nur nicht wirklich elektronisch. Es gibt für Avian Carriers praktische Applikationen, um Leuten IP-Pakete schreiben beizubringen. Ja, praktisch, ja. Okay, also wenn das die Kandidaten... Mit SD-Karten kannst du sogar Gigagramme machen. Wir haben noch Phasenprüfer. SMTP ist natürlich richtig. Hätte ich mal was gesagt. Und unsere letzten Phasenprüfer, bitte einer, der SMTP musste sich holen. Und weitermachen... Das Irrf. Wir haben schon beide Double Jeopardies durch, insofern. Wir machen die Sequenzen fertig. Die Sequenzen fertig. 1, 1, 2, 4. Was sind die Dreieckszahlen? Oder? Nein. Was? Die Dreieckszahlen sind es nicht. Cyril. Was ist Faktorielle? Ja. Ja. Yay! Also Fakultät halt. So, das ist die Folge der Produkt Fakultät. Von. Natürlich in Zahlen statt Summe, ja, okay. Ja, genau. Du darfst weitermachen. Ah ja, RFC 300. RFC für 300. Und im Moment wäre es spannend am Ende. Das ist tatsächlich noch machbar. Aber nur wenn er... Doch, ja. Ich würde vorschlagen, auf den Autor zu schauen. Es könnte einen Hinweis darauf geben, um was es sich handelt. Mal spicken, was die nächste ist. Ist der Postel nicht dieser Betrüger, der sich als Nervenheilarzt eingeschleust hat irgendwo? Postel ist der Betrüger, der sich, ja... Ohne E. Ach nee, das war Gerd Postel. Ohne E. Keine... Vielleicht hat er sich auch ins RFC-Komitee eingeschleust. Ich kann als Tipp nur geben, das war heute schon mal Antwort. Also Frage. Aluburka. Was ist das Internetprotokoll? Welches das? Internetprotokoll. Welches das? Also die Frage war falsch und ich kenne die Antwort. die richtige Frage meine ich. Wollen wir das durchgehen lassen? Nein. Okay. War ja auch nur geraten, ja. Jetzt weißt du das wegen meinem Tipp, oder? Du musst erst mal drücken. Nachdem gesagt wurde, es ist, was ist FTP? Was ist, FTP? Nee. Nee, FTP ist es nicht. Ach so, weil ihr habt gesagt, es wurde heute schon erwähnt. Nee. Ja, heute, aber nicht von euch. Ach. Hier auf dieser Bühne. Also in einem Hacker-Kongress wurden RFCs erwähnt. Hm. Okay. Okay, ich bin fasziniert. Niemand weiß, welche RFCs John Postel geschrieben hat. Ja gut, eigentlich war ja Aluburka nicht... Ich war da noch nicht geboren. Will Aluburka ich war da noch nicht geboren. Würdest du es wieder rausreißen? Nein. Hier im Publikum. Ja, da. Hier. Wo wird IPv4 spezifiziert? Ja, IPv4, richtig. Oh. Naja, was ist das Internetprotokoll? War doch dann schon... Hab ich doch gefragt, welches? Naja, V6 war es bestimmt nicht. Ja. Was haben wir denn jetzt rausgehabt in Summe? Die gibt es hier, nee. Nur, wenn du auf der Bühne bist. Mach doch mal minus wieder Aluburka gleich. Das ändert eh nichts mehr, befürchte ich. Also, ich würde es auf 0 setzen, also neutral.
Wenn ich doch schon frage, welches Internetprotokoll, welches das Internetprotokoll? Weil das Internetprotokoll ist ja wohl IPv6, oder? Ja. Das andere ist, was war das Internetprotokoll? Naja, wenn man bestimmte Internetanbieter fragt, dann ja. Ja, so, gut. Jetzt machen wir die letzte Frage und dann ist Schluss. Set of Tubes. Na, noch hätten wir eine Entscheidungsfragemöglichkeit. Ich meine, mit diesem Board. Was ist IPv6? Was ist IPv6? Richtig, weil du hast es leider verdorben. Du hast auf jeden Fall gewonnen. Na. Warum nicht? Also, Ulrich könnte noch eine Stechenfrage erzeugen, technisch gesehen. Darauf sind wir nicht vorbereitet. Sehr gut. Na, Stechfrage ist kein Problem. Ich wiederhole einfach die von dem letzten Mal, wo wir eine Stechfrage gebraucht haben. Weiß keiner mehr die Antwort. Ah, okay. Nee, gut, dann hätten wir Zeit. Dann spielen wir mal aus experimentellen Gründen die finale Runde mit einer finalen Frage. Warum sage ich nur was? Das hast du jetzt davon. Dazu benötigen wir hochprofessionelle Software in Form von Papier. Das hatten wir irgendwo da drin. Wir haben auch netterweise Digital-Courage-Kugelschreiber. Jetzt müsst ihr nur schaffen, irgendwie so zu falten und zu schreiben, dass eure Nachbarn das nicht sehen können. Und ihr müsst als Erstes sich alle entscheiden, wie viele Punkte ihr setzt. Also schreibt schön unauffällig auf. Ein. Ich verrate erst die Kategorie. Die Kategorie ist Akronym. Also wir haben ein Akronym, so ein Skiletter. Ich könnte noch einen Kugelschreiber brauchen. Nicht, sowas wie wir haben ein Akronym, TLS oder das ihr bitte auflösen sollt. Du hast keinen Stift. Analogplotter bitte. Mehr Stift. So von der Dimension her. Genau. Also es wird um ein Akronym gehen und ihr müsst entscheiden, wie viel eurer Punkte. Und wir wollen Punkte halt dann aufgeschrieben haben, was ist das Akronym für. Ja, erstmal wollen Sie setzen. Genau. Ich wollte die Frage Kategorie erklären, dass ihr wisst, worauf ihr euch einlässt. So also eine Frage, dass wir sagen nachher TLS und ihr müsst aufschreiben, was ist Transport Layer Security. Aber es wird nicht TLS sein. Und vielleicht auch gar nicht so internetspezifisch. Habt ihr einen Betrag gesetzt? Schreibt vielleicht auch euren Namen dazu, dass ihr nachher, wenn die Zettel durcheinander kommen, nicht durcheinander kommen. Nicht beim Nachbarn spicken beim Betrag. Was aber wenn du nicht das Stechen provozieren willst, musst du schauen, was du schreibst. Und wenn du gewinnen willst, musst du wahrscheinlich alles setzen. Aber gut, Strategie ist halt immer schwierig bei sowas. Okay. Haben alle ihre Beträge geschrieben? Betrag geschrieben. Okay. Ja, sehr gut. Also Beträge sind vorhanden. Dann nenne doch bitte die Finalfrage. Eine Rechenaufgabe. Aluburka, du hast. Achso, der Aluburka hat Minuspunkte. Beim echten Jeopardy darf man nicht mitspielen, wenn man Minuspunkte hat. Dann schau mal, was passiert. Also, unsere finale. Moment, darf ich auch Minuspunkte setzen, dass ich dann Plus bekomme, wenn ich falsch liege? Also, ich erinnere mich an ein Casino-Spiel auf dem C64, wo das tatsächlich ging und ich riesen Spaß dran hatte, minus 300 auf die 42 zu setzen, die es nicht gibt. Aber. Der Bug ist, glaube ich, bei uns inzwischen gefixt, weil wir das ja im Kopf machen. Okay. Die Wettbewerb ist nicht so fehleranfällig. Und die total. Schwierig ausgewürfelte, unhackerische Frage ist heute Laser. Haben wir Laser da? Jetzt wäre der Punkt, Laserpointer auf die Wand zu werfen. Aber offenbar ist das aus, weil man die habt ihr alle verbraucht beim Pilotenblenden. Ah, Laser! Bitte ein bisschen leserlich, wobei ich glaube, wenn wir es erkennen können, dann kommt das schon nicht spicken bei den Nachbarn, ne? Aber das sieht alles sehr konzentriert aus. Ja. Also es hat was mit Licht zu tun. Oh, habe ich bereits erwähnt, dass mein Erststudium Physikdiplom war? Um mich aber zu motivieren, ich glaube, wir hatten bei den Hauptpreisen nicht erwähnt, dass natürlich direkt nach dem Brunnen ein Hauptpreis auch eine dieser schönen Bauwatt-Hoodies ist. Das offizielle Kongressmotto des Aluburka, bist du Lounge-Kongresses. Dankeschön. Da geht es natürlich um das Bauen von tollen Dingen, ne? Mhm. Bauwatt. Noch eine Antwort. Gespendet vom Münchner CCC, finanziert als Special Edition. Die Antwort hier nochmal überprüfen. Ich weiß gar nicht, wie das im richtigen Jeopardy gemacht wird. Diese Antwort ist leider keine Frage. Ein Teil der Antwort.
Ein Teil der Grammatik könnte die Bevölkerung verunsichern. Ja, ein Teil der... Wer war das überhaupt? Ach, das war Madonius, der keine Frage gestellt hat. Ja, genau. Okay. Aber wir haben hier noch eine, halt, die letzte Antwort. Die spannende Frage ist ja sowieso bei Cyril und Ulf. Wir können ja sagen, also Aluburg hat minus 400 gelöst, das geht überhaupt nicht. Hat aber auch nichts geschrieben. Das ist leider falsch. Oh. Kriegt er jetzt null? Aber danke fürs letzte Jahr, Aluburger. Das war großartig. Und nett, dass du anderen eine Chance gelassen hast. Dann hat Sylf seinen Namen hier richtig geschrieben. Doch. Hat 400 gesetzt. Das hätte nicht so richtig gereicht, um sich irgendwohin abzusetzen. Ich verstehe es strategisch nicht ganz, aber das muss ich auch nicht. Und fragt, was ist Light Amplified Synchronized Electromagnetic Radiation? Es ist Laser zumindest. Die Buchstaben kommen hin. Damit bleiben noch Madonius und... Bevor ich es veröffentliche, wollen wir Madonius es durchgehen lassen, dass er es nicht als Frage geschrieben hat? Ja! Du hast das Herzen des Publikums gewonnen. Danke. Leider hat er gesetzt 50. Und er schreibt, Light Amplification through Stimulated Emission of Radiation, was natürlich korrekt ist. Alles richtig gemacht. Madonius endet damit mit 300 Punkten. Ulf endet mit 900 Punkten und ist damit ziemlich sicher Zweitplatzierte, denn Cyril fragt natürlich, was ist Light Amplification through Stimulated Emission of Radiation? Hat 100 Punkte gesetzt und gewinnt mit 2700 Punkten das diesjährige Jeopardy! Du kannst dich jetzt also... An dieser Stelle der Hinweis, ich gehe ziemlich sicher davon aus, dass du diesen Titel in 2 Jahren irgendwo verteidigen musst, weil so ein Jahr Pause war ganz gut. Also habt ihr 2 Jahre Zeit, uns tolle neue Kategorien zu schicken. Und nächstes Jahr irgendwas anderes Tolles statt Jeopardy einzureichen. Drucker oder Brunnen? Und jetzt ist die große Frage, Drucker, Brunnen oder Bauwart-Hoodie? Also ich habe gerade mal im MOOC von unserem Hackerspace nachgefragt und der Dresdner C3D2 wünscht sich den 3D-Drucker. Ihr wünscht euch den 3D-Drucker? Also es ist wirklich kein Schrottgerät, es ist auch nicht das Neueste, aber es ist ein schöner 3D-Drucker, der uns gestemmt wird. Ja, das passt gut zu unserem allgemeinen Bildungsspace. Also mit dem letzten 3D-Drucker hatten die Leute Spaß. Also von daher der 3D-Drucker, das heißt unser zweitplatzierter Zündel darf wählen Brunnen oder Bauwart-Hoodie. Meinst du? Dann nehme ich den Hoodie. Du nimmst den Bauwart-Hoodie. Ich nehme an, was hatten wir? Hatten L und XL, dann wohl den L eher, ne? L eher, ja. L eher, ja. Ansonsten mussten halt einem guten Freund schenken. Oder Oversize. Und jetzt bleibt die Frage an Madonius, Brunnen oder Bauwart-Pulli? Ich nehme lieber den Pulli, ich habe schon so einen Brunnen. Easy. Stimmt wirklich, steht bei uns im Büro. Verwendung für den Danke. Brunnen, der Brunnen muss weg. Auf jeden Fall. Also nimmst du ihn wirklich mit? Ja. Okay. Andernfalls wäre er ans Publikum gegangen. Und nachdem hier keiner mehr hochgekommen ist, sich seine Trostpreise holen. Also die Trostpreise der vorherigen Runden werden noch hier. Genau. Sind die Vorjahres, die Vorrunden Nichtgewinner noch da? Ansonsten vergeben wir hier noch Aluburger, diese schönen Arduino Maxim Kits. Zweitplatziert, du warst? Ein Phasen. Ah ja, ja. Dann hier nimm ein SMD oder nicht SMD? Ich kann nicht meine eigenen Freunde nehmen. Ja. Zweitplatziert war hier noch, oder? Sind es nicht mehr, aber du kriegst erstmal einen. Wir waren zuerst da. Wer hat? Ich hab doch gesagt, dass wir auch die Elektronik jetzt wegen Zuschauer. Sorry. Nein, die Zuschauer nicht. Langsam knapp. Tja, jetzt habe ich noch einen Aufkleber. Wenn der Brunnen übrig bleibt. Haltest du so gerne einen? Ich habe einen gefunden. Ja, ich würde gerne eins haben. Wenn ich keinen was wegnehme, würde ich... Du bist STM32-Fan. Wenn du es morgen zusammengelötet vorbeibringst. Ja, wir bringen das zusammen. Nein, du bringst es zusammengelötet vorbei.
ja, was funktionieren. Sticker für alle. Ja, willst du es sehen? Danke. Haben wir noch Dresdner? Ja, was willst du denn noch? Dresdner, da haben wir noch jemand Sticker? Nee, der wird geschickt. Der Drucker wird geschickt. Du willst Sticker hier? Pulli mitnehmen, ja. Ups. Einmal mit Profis. Also, danke. Da müssen doch noch andere Sticker. Danke an alle Engel für diesen tollen Kongress an dieser Stelle nochmal. Und einen großen Applaus für Zack und Ray und alle Teilnehmer dieser großartigen Veranstaltung. We'll be right back.